Doktor, Sie haben Waldarbeiter in einem Gehölz am Stadtrand gefunden, näher unter Föhring. Ist das alles? Jo. Keine Leiche, nichts. Gibt es denn eine? Der Kleidung nach handelt es sich um eine Frau mittlerer Größe, schlank, sagen wir 50 Kilo schwer. Die Stoffteile und die Kleidung sind mit insgesamt 2 bis 3 Litern Blut getränkt. Einen solchen Blutverlust überlebt niemand lang. Dann suchen wir nach einer Toten. Der Sack muss dort schon länger gelegen haben, er war mit Schmutz und Blüten bedeckt. Der Vorarbeiter hat gesagt, dass er vor Ostern dort noch nicht gelegen hat. Jetzt machen wir so, lass uns mal den Kram hier und kommen uns morgen wieder vorbei. Dann weiß ich mir, am besten bringen wir es mir gleich die Leiche mit. Sehr witzig. Vielleicht erkennt das jemand. Also, bei den seit Ostern vermisst gemeldeten Personen taucht keine Frau auf, die in Frage käme. Krankenhäuser, Notärzte, leider auch Fehlanzeige. Und du, Katharina? 12 Anrufe bis jetzt. 3 wollen die Kleidungsstücke in der Zeitung erkannt haben, erinnern sich aber nicht mehr, wer sie getragen hat. 9 sind sich sicher, die Frau zu kennen, 5 davon haben aber gestern noch gelebt. Bleiben also noch 4 übrig. Ja. Entschuldige. Servus. Servus. Hallo. Ja? Haben Sie Opfer schon gefunden? Nein, noch nicht. Vielleicht kann der Arzt Ihres Vertrauens weiterhelfen. Ihretwegen habe ich die halbe Nacht im Labor verbracht. Nobel, Doc, sehr nobel. Also erstens handelt es sich bei dem Blut an den Stoffen und einem Messer um das Blut derselben Person, definitiv eine Frau. Zweitens, das Blut ist 2 bis 4 Monate alt. Auf die Woche genau kann er sich sagen. Also vermutlich um Ostern herum. Die histologische Untersuchung von Hautfetzen, die ich am Schaft des Messers definitiv die Tatwaffe gefunden habe, hat ergeben, dass die Frau an Malaria tertiana litt. Das ist die weniger gefährliche Art. Vielleicht eine Ausländerin oder eine Fernreisende? Asien oder Afrika? Kommt auch in Teilen der Türkei vor. Jedenfalls muss sie deswegen in Behandlung gewesen sein. Wie viele Ärzte gibt es denn da in München? Auf jeden Fall zu viele, Theo. Aber wir können doch das Gesundheitsamt fragen. Malaria ist doch meldepflichtig, oder? Korrekt. Aber leider verschlüsselt und ohne Namensnennung. Aber ich habe die Ärzte aufgetrieben. Warum sagen Sie das nicht gleich? 2 Frauen waren dabei. Viktoria Krause und Rebecca Jakob. Treffer! Ein Anruf kam von einer Besitzerin eines Reisebüros. Wo ist es? Hier, Frau Gebert. Und die hatte eine Mitarbeiterin namens Rebecca Jakob und sie hat sich an ihre Bluse erinnert. Und wieso hat diese Reisebürobesitzerin ihre Angestellte nicht vermisst gemeldet? Frag ich sie. Tschüss. Grüß Gott. Hallo? Frau Gebert? Ja? Katharina Hahn, Soko 5113. Kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Ja? Dominik, Küche, Theo, Wohnzimmer. Jungs, kommt mal her, wir haben unseren Tatort. Hier hat jemand verdammt viel Blut aufgewischt. K.K. Bauer, ich brauche die Spurensicherung in die Blumenstraße 12. Danke. Chef der Messe. Kommt ihr mal. Hier ist zwar ein Drucker, aber kein PC, kein Laptop, keine CD-ROMs, kein USB-Stick, einfach nichts. Hat vielleicht der Täter mitgenommen? Dann war der aber sehr fleißig. Handtasche und Handy fehlen nämlich auch. Ist alles ziemlich unpersönlich hier. Keine Fotos, keine Bilder, nichts. Und fällt euch was auf? Keine Leiche. Richtig. Richtig. Danke. Ich hatte sie aus verschiedenen Gründen entlassen. Mhm. Und warum? Sie wurde unzuverlässig. Es gab öfter Streit deswegen. Inwiefern unzuverlässig? Sie kam spät oder ging früher. Manchmal erschien sie gar nicht oder nahm sich von heute auf morgen einen Tag frei. Hatte sie private Probleme oder eine bessere Stellung in Aussicht? Keine Ahnung. Ich habe angenommen, dass es mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zu tun hat. Was ist das? Irgendwas mit Kindern und Internet. Genau weiß ich es nicht. Auf jeden Fall hat sie ihre ganze Freizeit damit verbracht. Was wissen Sie über ihre Familie, Freunde? Über Privates haben wir nicht geredet. Alle Gespräche in der Richtung hat sie abgeblockt. Jedenfalls hatte ich den Eindruck, dass sie allein gelebt hat. In den 2 Jahren, die sie bei mir war, hat kein einziges Mal jemand für sie angerufen. Hier, das hat sie mir mal gegeben. Sie meinte, es sei wichtig, auch Ärzte für das Thema zu sensibilisieren. Internetsengel, muss ich die kennen? Frau Jakob hätte diese Frage sicher bejaht. Die Engel sind eine private Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kinder vor Belästigungen im Internet zu schützen. Frau Jakob war in dieser Sache sehr engagiert. Allerdings für meinen Geschmack etwas zu engagiert. Naja, immerhin hat sie für eine gute Sache gekämpft. Aber bei ihr hatte das alles so was Obsessives, wissen Sie? Seit wann war Rebecca Jakob Ihre Patientin? Das haben wir gleich. Ah ja, hier.
Seit etwa 5 Jahren. Also die von Tür zu Tür Nummer hat nichts gebracht. Die Frau war quasi unsichtbar. Selbst die Nachbarn kennen sie nur vom Wegsehen. Mit ihrer Chefin hat sie auch nie ein persönliches Wort gesprochen, aber ein paar Spuren hat sie dann doch hinterlassen. Mit 17 hat sie ein paar Monate wegen BTMG-Verstoßes gesessen. Hier, das Foto von erkennungsdienstlichen Behandlung. Die Strafe wurde später versehentlich nicht automatisch gelöscht. Versehentlich? Da hatte sie schon eine typische Drogenkarriere hinter sich, inklusive Babystrich etc. Im Knast in Zug, danach therapeutische Wohngemeinschaft, ist nie nach Hause zurückgegangen. Die Familie weiß wahrscheinlich gar nicht, dass sie verschwunden ist. Das würde auch die fehlende Vermisstenanzeige erklären. Aber ganz bürgerliches Elternhaus. Der Vater ist Kinderarzt, Dr. Eberhard Jakob, Mutter, Bruder. Und sollten wir vielleicht eine Drogenszene nach ihrem Mörder suchen? Angeblich ist sie clean geblieben. Immerhin ein Ansatzpunkt. Theo, was hast du noch? Die Halteabfrage bei der Kfz-Zulassungsstelle war positiv. Sie fährt einen alten Golf, ist aber in der unmittelbaren Nähe ihrer Wohnung nicht gefunden worden. Sachfahndung läuft. Gut. Habt ihr auch noch was für diesen Verein? Hat sie ehrenamtlich gearbeitet? Internetsengel. Die jagen doch Pädophile im Internet. Das ist nicht ungefährlich. Eine weitere Spur. Ich treffe mich noch heute mit der Chefin des Münchner Büros. Wer redet mit den Eltern? Also fürs Überbringen von Todesnachrichten bin ich gar nicht geeignet, Chef. Dann lernst du es jetzt. Mit Katharina. Mein Mann wird gleich kommen. Er hat noch einen Patienten. Bitte setzen Sie sich. Danke. Worum geht's denn? Wir müssen im Rahmen einer Mordermittlung mit Ihnen sprechen. Mord? Das wissen wir noch nicht genau. Frau Jakob, es geht um Ihre Tochter Rebecca. Es ist möglich, dass ihr etwas zugestoßen ist. Was soll ihr zugestoßen sein? Wir nehmen an, dass sie getötet wurde. Die Polizei ist im Haus, habe ich gehört. Was kann ich für Sie tun? Es geht um Rebecca. Anscheinend ist ihr was zugestoßen. Ja, was ist denn passiert? Alle Spuren deuten darauf hin, dass sie in ihrer Wohnung getötet wurde. Ihre Leiche haben wir leider noch nicht gefunden. Das heißt, Sie wissen eigentlich gar nichts. Ihre Tochter ist seit etwa 6 Monaten verschwunden. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen oder gesprochen? Unsere Tochter hat uns schon vor Jahren verlassen. Seitdem haben wir keinen Kontakt zu ihr. Nicht mehr eine Karte zu Weihnachten oder zum Geburtstag? Nicht immer das, nein. Stimmt's, Liebes? Ja, das ist richtig. Rebecca war ein schwieriges Kind. Rebecca war drogensüchtig. Was ist da schiefgelaufen? Der Vorwurf in Ihrer Frage ist ja nicht zu überhören, aber wir haben alles getan, um ihr zu helfen. Vielleicht waren wir nicht konsequent genug. Als sie 14 war, ist sie durch einen Freund in schlechte Gesellschaft gekommen. Danach hatten wir keinen Einfluss mehr. Und die ganzen Jahre haben Sie nie versucht, Kontakt zu Ihrer Tochter aufzunehmen? Doch, doch. Natürlich, aber alles vergebens. Haben Sie irgendeinen Verdacht, wer der Mörder sein könnte? Wir hatten gehofft, Sie könnten uns einen Hinweis geben. So gern ich Ihnen helfen möchte, aber... Ihr Sohn? Ja, Alexander. Kein Foto Ihrer Tochter? Nein, das war für meine Frau zu schmerzlich. Hätten Sie vielleicht ein Foto für uns? Ja, natürlich. Ich werde sehen, ob ich irgendwo noch eins finden kann. Ja, vielen Dank. Mein Mann wird Sie hinaus begleiten. Sie wundern sich wahrscheinlich, warum meine Frau und ich nicht in Tränen ausgebrochen sind. Jeder verarbeitet schlimme Nachrichten anders. Die Wahrheit ist, dass wir unsere Tochter schon vor langer Zeit verloren haben. Irgendwann hat man keine Tränen mehr. Mein Sohn Alexander. Alexander, das sind Polizisten. Hallo. Deine Schwester ist möglicherweise nicht mehr im Leben. Rebecca? Wann haben Sie Ihre Schwester zuletzt gesehen? Keine Ahnung. Vor 9 Jahren vielleicht? Ich war noch klein, als sie abgehauen ist. Und wie war das Verhältnis zu Ihrer Schwester? Sie ist 10 Jahre älter als ich. Beantworte das Ihre Frage. Alexander. Es tut mir natürlich leid, wenn hier irgendwas zugestoßen ist. Sie hören von uns. Wiedersehen. Wiedersehen. Hi Melanie, ich bin Tom. Hi Tom. Wie alt bist du? 12. Und du? 14. Hast du schon einen Freund? Klar. Cool. Dann bist du auch keine Jungfrau mehr. So befreundet sind wir nicht. Würdest du es gerne mal machen? Vielleicht. Hast du etwa Angst? Nee. Wieso? Ich könnte dir zeigen, wie es geht. Das weiß ich längst. Super. Wir könnten uns treffen. Mal sehen.
Sei doch nicht so lahm. Bin ich doch gar nicht. Was Sie da eben gehört haben, sind die Stimmen von zwei Sprechern, aber der Text ist echt. Das ist die Originalabschrift eines Live-Chats. Ja, dem einen oder anderen unter Ihnen mag das ziemlich erschreckend oder unglaubwürdig erscheinen, wie so manches, was ich Ihnen heute Abend erzählt habe. Aber tatsächlich gehört das zur täglichen Realität im Netz. Sie sollten das sehr ernst nehmen. Mir ist vor allem wichtig, Ihnen zu vermitteln, dass Sie Ihre Kinder mit dem Computer und dem Internet nicht allein lassen dürfen, auch wenn die zumindest technisch besser damit umgehen können als Sie selbst. Machen Sie Ihren Kindern schon früh klar, dass der schwarze Mann nicht nur draußen im Park lauert. Bringen Sie ihnen bei, keine persönlichen Daten oder Intimes in irgendwelchen Internetforen und Chatrooms preiszugeben. Wehren Sie sie gesundes Misstrauen und Nein zu sagen, wenn Ihnen etwas unangenehm ist. Der beste Schutz für Ihre Kinder ist das Vertrauen zu Ihnen, Ihren Eltern. Alles Gute für Sie und Ihre Kinder und vielen Dank für Ihr Kommen. Die meisten Eltern haben keine Ahnung, was da läuft und wo ihre Kinder sich virtuell herumtreiben. Und die Täter? Die melden sich mit Internetnamen, sogenannten Screens und falschem Alter an. Ja, diese Screens übergeben wir dann der Polizei. Die können darüber meist die Männer finden. Sie arbeiten sozusagen als Hilfspolizisten. Sie sind meine Kollegin. Wenn Sie so wollen. In Deutschland dürfen nur ein paar Dutzend Polizisten anlassunabhängig recherchieren. Deswegen haben wir vor allem die Prävention ausgeweitet. Es gibt ein paar Studien, auch vom BKA, die belegen, dass sich 97% der Pädophilen im Internet ihre Opfer suchen. Jedes fünfte surfende Kind schon zu sexuellen Handlungen aufgefordert wurde. Was da läuft, ist eine Jagd von Kriminellen auf Kinder. Und Sie jagen die Jäger? Unser Grundsatz ist, nicht persönlich Kontakt aufzunehmen, nicht zu treffen oder zur Übersendung von Fotos aufzufordern. Sie sagten am Telefon, Sie wollten mich wegen Rebecca Jakob sprechen. Ja, sie hat ehrenamtlich für Sie gearbeitet. Mhm, das ist richtig, bis vor etwa einem halben Jahr. Warum hat sie aufgehört? Sie hat gegen unseren Grundsatz verstoßen und ist aktiv geworden, hat sich sogar verabredet. Ja, Privatkriege können wir nicht dulden. Sie glauben, Ihr obsessives Verhalten war privat begründet? Es ist nur eine Vermutung. Privates war für Sie weitgehend tabu. Wissen Sie, Rebecca hatte zwei Seiten. Sie war hochsensibel, mitfühlend und warmherzig, konnte aber auch kalt und abweisend sein. Und sobald man versuchte, ihr nahe zu kommen, verkroch sie sich in ihr Schneckenhaus. Ich hätte ihr gern geholfen. Servus, Britta. Hallo. Geht's gut? Mhm. Sag mal, stimmt es, dass du dich im Rahmen der Prävention mit Missbrauch im Internet beschäftigst? Stimmt. Du ahnst gar nicht, was da inzwischen los ist. Doch. Kennst du eine Stephanie Schultes und die Internetsengel? Klar. Wieso? Sind die seriös? Im Allgemeinen schon, sogar ganz hilfreich. Und im Besonderen? Eine Ex-Ehrenamtliche von denen hat vor ein paar Monaten einen schweren Bock geschossen. Hat einen Mann als Pädophilen angezeigt, der vollkommen unschuldig war. Hat sich leider zu spät herausgestellt. Da war er schon privat und beruflich erledigt. War das zufällig Rebecca Jakob? Genau. Die hat sich übrigens seit dem Vorfall nicht mehr gemeldet. Früher hat sie uns fast täglich einen Pädophilen ans Messer geliefert. Könnte ich eine Liste von all diesen Männern haben und die Akte über diese Falschbeschuldigung? Sicher. Danke. Hat sie Ärger gekriegt? Ja. Sieht ganz so aus. Morgen. Servus. Ich habe das Rätsel des fehlenden Hausbriefkastens geklärt. Rebecca Jakob hat ein Postfach bei der Hauptpost. Da gehe ich heute noch vorbei. Und das Rätsel des fehlenden Computers? Also ein Schließfach bei der Bank hat sie nicht, falls sie Speichermedien nur zu Hause aufbewahrt hat. Dann hat der Täter die mitgenommen. Und damit das belastende Material. Hier, das sind die mageren Ergebnisse des Erkennungsdienstes vom Tatort. Wir haben nur den Abdruck einer linken Hand an der Wohnungstür. Außenvergleich mit den Dateien ist negativ. Keine Fremd-DNA? Nein, ebenfalls negativ. Das sieht nicht gut aus. Nee, wir sind hier gerade in einem Kaff südöstlich von München. Wir warten auf eine gewisse Frau Hallhuber. Wir waren bei der Landesärztekammer und haben uns ein bisschen über Dr. Jakob schlau gemacht. Und dabei sind wir auf was Interessantes gestoßen. Ich muss aufhören, ja. Ciao. Das könnte sie sein. Ja. Frau Hallhuber. Morgenstern, Soka 5113, meine Kollegin Hahn. Grüß Gott. Ja. Dürfen wir kurz reinkommen? Tja, wenn Sie sich setzen wollen. Bitte. Was ist denn mit dem Dr. Jakob? Er hat ja nicht immer in München praktiziert. Bis vor 20 Jahren hat er hier als Kinderarzt gearbeitet. Da musste er gehen, weil Sie ihn angezeigt haben. Ist das richtig?
Ich will mit der Sache nichts mehr zu tun haben. Das ist vorbei und vergessen. Frau Hallhuber, wir sind nicht gekommen, um Ihnen Ärger zu machen. Aber es kann sein, dass der Verdacht von damals was mit einem Fall zu tun hat, den wir gerade bearbeiten. Ach ja? Hat wieder ein kleines Mädchen angefasst? Es ging damals um Ihre Tochter, Nicole, nicht wahr? Nicole war bei Jakob in Behandlung. Aber plötzlich wollte sie nicht mehr hingehen. Ich habe mit ihr geschimpft, aber sie hat nur geheult und wurde bockig. Sie wurde unausstehlich, schlief schlecht. Ich habe gesagt, wenn sie nicht mit mir reden will, dann soll sie aufschreiben, was ihr fehlt. Ja, und das hat sie dann auch getan. Jakob hat sie belästigt, wenn sie mit ihm allein im Sprechzimmer war. Jedes Mal. Wie alt war Ihre Tochter damals? 8 Jahre, so alt wie Rebecca Jakob. Und daraufhin haben Sie ihn angezeigt? Ja, nicht sofort. Ich konnte es erst gar nicht fassen. Ich meine, der Mann ist Kinderarzt und Psychologe. Das kann doch gar nicht sein. Aber ich wusste, dass meine Tochter nicht lügt. Ihre Tochter hatte Glück. Vielen Kindern glauben selbst die eigenen Eltern nicht. Ja. Ich war dann aber auch die Einzige, die ihr geglaubt hat. Also kam es nicht zum Prozess? Das Gutachten über Nicoles Glaubwürdigkeit fiel negativ für sie aus. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Jakob hat gedroht, uns zu verklagen. Wegen Rufschädigung. Das muss sehr schlimm gewesen sein für Ihre Tochter. Sie hat sich so geschämt. Ich habe sie kaum noch in die Schule bekommen. Aber wissen Sie, was das Verrückte war? Obwohl angeblich keine Nicole geglaubt hat, blieb die Praxis leer. Deshalb musste er wegziehen. Rebecca Jakobs Post. Gar nicht so viel für ein halbes Jahr. Drohbriefe, teils sogar mit Unterschrift, echt hässlicher Ton. Laut Stefanie Schulte ist nichts Ungewöhnliches. Und wenn Rebecca Jakob wirklich nicht mehr lebt, dann hat wahrscheinlich einer seine Drohung wahrgemacht. Okay, vielleicht findet das Labor was. Wie lang ist eigentlich die Liste der Kerle, die sie angezeigt hat? Ziemlich lang. Und ganz oben steht der Mann, den sie fälschlicherweise beschuldigt hat, Günther Roth. Was ist mit Ihrem Vater und dem Missbrauchsverdacht? Die Anschuldigung kann tatsächlich falsch gewesen sein. Außerdem ist es schon verdammt lange her. Seine Tochter war damals im selben Alter wie Nicole. Was, wenn er auch vor ihr nicht Halt gemacht hat? Das ist doch nicht dein Ernst. Ich meine, der Mann ist Kinderarzt und Psychologe. Na und? Das macht ihn doch nicht automatisch unverdächtig. Rebecca war ein schwieriges Kind, so hat es die Mutter formuliert. Ihre Drogensucht, das Misstrauen, diese Besessenheit, im Internet Pädophile zu jagen, das hat doch Gründe. Ja gut, ich fand die Jakobs auch ziemlich schräg, aber nicht bei jeder Drogenkarriere ist die Familie schuld. Die meisten rutschen da einfach so rein. Außerdem hatten die Eltern seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihr. Wir bleiben trotzdem an dieser Familie dran. Das kotzt mich alles an. Die Frau hat mich ruiniert. Wissen Sie das? Rebecca Jakob ist verschwunden und wahrscheinlich um Ostern herum ermordet worden. Und Sie glauben nicht was? Natürlich. Als Kinderschänder, der Mörder. Ich mache Karriere. Herr Roth, wir haben in der Post von Rebecca Jakob 2 Drohbriefe von Ihnen gefunden. Sowas wie Sie muss aus dem Verkehr gezogen werden und ich werde meine Rache nicht Gott überlassen. Das klingt sehr deutlich, finden Sie nicht? Irgendwie musste ich mich aber reagieren. Wegen ihr habe ich meinen Job verloren, meine Frau hat mich rausgeworfen und verbietet mir seit Monaten, meine kleine Tochter zu sehen. Sie waren das Opfer einer Verwechslung. Egal. Wenn Sie das Brandzeichen erstmal auf der Stirn tragen, dann glaubt Ihnen keiner mehr. Wie kam es dazu? Jakob hatte eine Verabredung mit einem Pädophilen. Sie wusste nicht, wie er aussieht, kannte nur das Motorrad, weil er das als Erkennungszeichen beschrieben hatte. Dummerweise war ich genau das gleiche Modell. Und sie ist mir nachgefolgt. Und so hat sie das immer gemacht, hat die Namen und Adressen der Typen ausspioniert. Jedenfalls standen am nächsten Tag die Bullen vor meiner Tür. Herr Roth, Sie haben herausgefunden, dass Rebecca Jakob Sie angezeigt hat und Sie haben ihr geschrieben. Das heißt, Sie kannten Ihre Adresse. Ich bin ihr nie begegnet. Und ich habe ihr nichts angetan. Sie hat mein Leben kaputt gemacht. Und wenn einer sie umgebracht hat, werde ich keine Träne vergießen. Aber ich war es nicht. Ist das nötig, dass Sie uns so früh stören? Bleiben Sie ruhig sitzen. Wir waren gerade in der Nähe, da haben wir gedacht, wir könnten gleich das Foto mitnehmen. Was denn für ein Foto? Ach, das von Rebecca, ja. Liebes. Wir haben noch eins gefunden. Da muss sie so 15 oder 16 gewesen sein. Hübsches Mädchen. Sehr hübsch sogar. Das Foto muss dann schon in München gemacht worden sein, oder? Alexander, ich denke, du musst noch für die Uni arbeiten, ja?
Bitte wollen Sie sich nicht setzen. Möchten Sie vielleicht eine Tasse Kaffee? Danke, Liebes, das wird nicht nötig sein. Sie haben ja jetzt, weshalb Sie gekommen sind, nicht wahr? Wusste Ihre Tochter eigentlich, warum Sie Ihre Praxis auf dem Land aufgegeben haben und nach München gezogen sind? Ich weiß nicht, warum Sie in meiner Vergangenheit herumstochern. Aber lassen Sie sich gesagt sein, dass ich mir das nicht gefallen lassen werde. An der Sache war überhaupt nichts dran. Und die Kleine hatte eine sehr lebhafte, frühreife Fantasie, was, wie Sie jederzeit nachlesen können, auch gutachterlich festgestellt wurde. Aber leider, audacta calumniare semper aliquid erit. Verleumde nur frech, es bleibt immer etwas hängen, Plutarch. War der Gutachter nicht ein alter Studienfreund von Ihnen? Jetzt wird's ja immer besser. Um was geht's hier eigentlich? Um den Tod meiner Tochter offenbar nicht. Außerdem muss ich jetzt in die Praxis, wenn ich bitten darf. Ersparen Sie mir und meiner Familie weitere Besuche. Meine Frau leidet sehr unter der Situation. Herr Doktor, Telefon für Sie. Ja, ich komme. Also... Geh schon mal vor. Entschuldigung, ich glaube, ich habe was verloren. Da ist er ja. Ist ja gut, dass Sie es gleich bemerkt haben. Ja. Das ist ein schönes Foto von Ihnen beiden. Da sehen Sie noch sehr jung aus. Das ist unser Hochzeitsfoto. Da bin ich gerade 18. Aber wir kannten uns bereits 2 Jahre, mein Mann und ich. Ihr Mann mag junge Mädchen. Mögen die nicht alle? Wie war eigentlich das Verhältnis zwischen ihm und Rebecca, bevor sie anfing, Drogen zu nehmen? Gut. Er hat sie mit zum Angeln genommen. Er hat ihr Schach beigebracht. Als sie noch klein war, hat er sie ins Bett gebracht und ihr die Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen. Waren Sie da nicht ein bisschen eifersüchtig? Nein, warum sollte ich? Er hat sich um seine Kinder gekümmert. Andere tun das nicht. Er ist ein guter Vater. Warum hat Rebecca Drogen genommen? Nur wegen der falschen Freunde? Die Pubertät halt. Gerät da nicht unser Gehirn völlig in Unordnung? Hat sie Ihnen nie erzählt, was sie gequält hat? Ich weiß nicht, warum Sie solche Fragen stellen. Ich bekomme Kopfschmerzen. Bitte entschuldigen Sie mich. Danke. Der Griff fällt bald ab. Witzig. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie noch was fragen. Immer. Ich habe zufällig gehört, was Sie zu meinem Vater gesagt haben. Ja? Was meinten Sie damit? Ihr Vater wurde beschuldigt, damals einige seiner kleinen Patienten sexuell belästigt zu haben. Ist das wahr? Die Ermittlungen wurden eingestellt. Aber Sie glauben, dass es wahr ist. Was glauben Sie? Danke. Du magst ja mit allem recht haben, aber wieso gerade jetzt? Was ist gerade jetzt? Katharina ist davon überzeugt, dass die Familie hinter Rebeccas Verschwinden steckt. Ja. Die Frau ist Zielscheibe der pädophilen Szene gewesen. Zu der der Vater vielleicht auch gehört. Gibt's dafür Beweise? Nein, aber du hättest die Familie mal erleben müssen. Diese gedruckste Atmosphäre und wie der Jakob seine Frau und seinen Sohn behandelt. Ich glaube, ich mit der Frau kurz alleine unterhalten. Sie weiß was, blockt aber alles ab, vor allem vor sich selbst. Der Junge hatte keine Ahnung. Ich wüsste gern, ob er den Mumm hat, Papi drauf anzusprechen. Du hast doch auch das Hochzeitsfoto von den beiden gesehen. Die Frau sieht darauf aus wie ein kleines Mädchen. Jakob ist pädophil, darauf werde ich meine Beamtenpension. Und seine Tochter ist eines seiner Opfer. Ihr Verhalten, ihre ganze Lebensgeschichte ist typisch dafür. Und nach 10 Jahren geht er zu seiner Tochter und bringt sie um, oder was? Weil sie gedroht hat, ihn anzuzeigen. Viele Opfer schaffen das erst Jahre später. Wir sollten sein Haus durchsuchen. Katharina, alles, was wir haben, ist ein jahrzehntealtes Gerücht und deine subjektive Empfindung. Ja, du. Und wir wissen nicht einmal, ob Rebecca Jakob wirklich tot ist. Servus. Danke. Da habt ihr eine Leiche. Aber ein schöner Anblick ist nimmer. Die Unterwäsche hat er gelassen. Sehr pietätvoll. Und hat sie in ein Leintuch eingewickelt. Viel Blut ist nimmer dran. Sie war vorher schon vollkommen ausgeblutet. Mehrere Messerstiche, die meisten davon nicht sehr tief. Tödlich war die Verletzung der Halsarterie. Der Wagen ist niemandem aufgefallen. Ich meine, allein schon vom Geruch her. Das ist ein Parkhaustier. Das war ganz geschickt. Gleich da unten ist ein Taxistand. Ob sich nach einem halben Jahr noch ein Taxler an einen Fahrgast erinnert? Überprüfen wir trotzdem. Noch was, Doc?
Ich habe auf einem der blutgetränkten Handtücher eine Fremd-DNA entdeckt. Leider eine verunreinigte Spur, aber vielleicht haben wir Glück und finden noch was Brauchbares. Viel Spaß. Wer von euch hat sowas schon mal in einem Chat erlebt? Wer hat Fragen gestellt bekommen wie, hast du schon Schamhaare oder ähnliches? Und wer hat sich schon mal mit einer Internetbekanntschaft allein getroffen? Heute ist Kriminalhauptkommissar Bauer bei uns. Hallo. Er möchte euch zum Abschluss noch ein paar persönliche Worte mit auf den Weg geben. Ihr habt in der letzten Stunde eine Menge Informationen und Ratschläge bekommen. Möglicherweise reizt es einigen von euch, das auch auszuprobieren. Aber das Internet ist kein Abenteuerspielplatz und allein habt ihr gegen diese Leute keine Chance. Also müsst ihr cleverer sein als sie, lasst sie abblitzen. Und wenn ihr euch unbedingt mit jemandem verabreden wollt, den ihr nicht kennt, seid misstrauisch, geht niemals allein dahin. Nehmt Freunde mit oder eure Eltern. Ja, ich weiß, Eltern sind uncool, aber wenn ihr euch in diese Gefahr begebt, seid ihr nicht cool, sondern nur dumm. Benutzt das Internet, aber lasst euch nicht benutzen. Und wenn euch irgendetwas in diese Richtung passiert, wendet euch an jemanden, dem ihr absolut vertraut. Und ich habe auch immer ein offenes Ohr für euch. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Heimweg. Tschüss. Was ist passiert? Haben Sie Rebecca gefunden? Ja. Sie ist tot. Ihr Mörder hat Ihren Computer aus der Wohnung mitgenommen. Deshalb würde ich gerne wissen, was sie zuletzt aus dem Internet abgespeichert hat. Ich rate allen Ehrenamtlichen, einen zusätzlichen Speicherplatz im Internet zu nutzen. Und wie finde ich den? Ich maile Ihnen Rebeccas Zugangsdaten. Die habe ich von allen Engeln. Sicher ist sicher. Danke. Jetzt mache ich das alles schon seit mehreren Jahren, aber ich begreife diese Männer immer noch nicht. Rein emotional, ich... Wenn Sie verstehen, was ich meine. Das verstehe ich. Bedenken Sie den alltäglichen Wahnsinn. Und was diese Sache hier betrifft, der Wiener Kriminalpsychologe Thomas Müller wird häufig gefragt, ob er sich in die Serientäter, mit denen er zu tun hat, hineinversetzen kann. Er antwortet dann gern mit einem Zitat von John Steinbeck. Es gibt Leute unter uns, die in Erfahrungswelten leben, die wir gar nicht betreten können. Wie ist sie gestorben? Sie ist verblutet. Einzelheiten wissen wir erst nach der Obduktion. Beruhige dich. Ihre Tochter hat im Internet Jagd auf Pädophile gemacht. Wussten Sie das? Nein, wie sollten wir? Was meinen Sie damit? Sie hat nach Männern Ausschau gehalten, die im Internet Kinder angesprochen und belästigt haben. Einige hat sie der Polizei gemeldet. Oh Gott. Und Sie glauben, dass einer von denen sie getötet hat? Jedenfalls können wir es nicht ausschließen. Kennen Sie denn diese Männer alle? Haben Sie noch einen Hinweis für uns? Nein, natürlich nicht. Ich dachte nur... Wann können wir denn unsere Tochter beisetzen lassen? Es sind noch einige Untersuchungen nötig, aber wir werden Sie auf dem Laufenden halten. Auf Wiedersehen. Sie haben bereits zugegeben, Sie hätten Rebecca Jakob Drohbriefe geschrieben. Und Sie haben ausgesagt, Sie hätten sie nie gesehen oder zu Hause aufgesucht. Ja, das stimmt ja auch. Wie kommt dann der Abdruck Ihrer linken Hand an die Wohnungstür? Ich war im Haus. Aber sie war nicht da oder hat nicht aufgemacht. Ich habe mit der flachen Hand geklopft. Dann wäre mehr als nur ein Abdruck auf der Tür. Herr Roth, wir haben die übel zugerichtete Leiche von Frau Jakob gefunden. Und wenn Sie Kontakt zu ihr hatten, werden wir das rausfinden. Ich habe bei ihr geklingelt. Sie hat geöffnet. Hat wohl jemand anderen erwartet. Wieso glauben Sie das? Sie sah irgendwie enttäuscht aus. Als sie mich sah, wollte sie die Tür gleich wieder zuknallen. Da habe ich die Tür festgehalten. Sie waren also in der Wohnung? Nein, sie hat mich ja nicht reingelassen. Ich habe mich für die Briefe entschuldigt. Ach Mann, jetzt kommen Sie mal! Das ist wahr. Und ich wollte wissen, wie sie das wieder gut machen will. Was sie angerichtet hat. Ich wollte Geld von ihr.
Und dann kam es zu einem Streit. Ich bin leider ein bisschen laut geworden. Sie hat gesagt, ich könnte sie ja verklagen, aber bei ihr wäre nichts zu holen. Dann bin ich gegangen. Und da hat sie noch gelebt. Wann war das? Irgendwann kurz nach Ostern. Also, ich glaube dem Rot. Sich wie ein braver Junge entschuldigt und freundlich nach dem Geld fragt, das glaubst du selber nicht. Ja, also, das, was er über die Reaktion von Rebecca Jakob erzählt hat, sowas denkt man sich nicht aus. Sie hat jemand anderen erwartet. Das Labor untersucht gerade die Haare, die wir auf ihrer Unterwäsche gefunden haben. Vielleicht bringt uns das ja weiter. Wir sollten Frau Jakob und ihren Sohn endlich zur Vernehmung holen. Machen wir. Und mit Frau Jakob fangen wir an. Oh. Na, Britta, lange Nacht gehabt? War nicht schwer, Rebeccas Speicherplatz zu finden. Das ist kein Passwort. Natürlich, für mich aber kein Problem. Schwieriger waren speziell gesicherte Foto- und Filmdateien. Habe ich aber auch geknackt. In der Mappe ist alles drin. Ist dabei, was du suchst? Ja. Wir wissen jetzt, dass ihr Mann Kontakt zu Rebecca hatte. Das ist unmöglich. Es ist aber so. Allerdings wusste er es am Anfang nicht, genauso wenig wie Rebecca. Er hat sie in einem Chatroom getroffen. Er hielt sie für 11 Jahre alt. Er hat ein Treffen mit ihr vereinbart. Wir vermuten, dass es stattgefunden hat. Es waren schon immer die ganz jungen Mädchen, die ihr Mann gern hatte, nicht wahr? Mädchen wie Nicole Hallhuber. Und wie Rebecca. Nein, so war das nicht. Er liebte seine Tochter, er war ein guter Vater. Aber nicht jeder gute Vater macht solche Fotos von seiner Tochter und stellt sie ins Internet. Rebecca hat sie gefunden und abgespeichert. Das hier ist eine Abschrift von dem Gespräch, das ihr Mann mit der angeblich 11-Jährigen im Chat hatte. Er fragt sie, ob sie schon mal Sex hatte, fordert sie zu einem Treffen auf. Sie müssen sich irren. Sie waren sehr jung, als sie geheiratet haben. Und sie sahen noch jünger aus, das hat er an ihnen geliebt. Aber sie wurden älter und da hat er sich seine Tochter genommen. Sie war sein Liebling. Der Papi hat mich lieber als dich. Da war sie erst 8. Ich habe sie dafür gehasst. Sie haben gewusst, was er mit ihr gemacht hat. Mit ihrem eigenen Kind. Nein, das habe ich nicht gewusst. Es muss sie viel Kraft gekostet haben, es nicht zu wissen. Das hier haben wir in der gesicherten Datei ihrer Tochter gefunden. Jetzt wird's spannend. Das wusste sie nicht. Wie alt ist der Sohn auf dem Foto? 11? 12? Ihr Mann hat seinen Sohn ebenso missbraucht wie seine Tochter. Er hat die Fotos digitalisiert und ins Internet gestellt. Rebecca hat sie gefunden. Hat sie ihn damit erpresst? Ihn gedroht? Frau Jakob, sexueller Missbrauch von Kindern ist eine schwere Straftat und im Falle ihres Sohnes noch nicht verjährt. Was ist passiert? Hat den Mann Rebecca aufgesucht, um sie zum Schweigen zu bringen. Das kann er nicht getan haben. Das glaube ich nicht. Das glaube ich nicht. Ihre Tochter ist tot. Aber sie hat etwas hinterlassen. Während Sie hier sitzen, wird Ihr Haus durchsucht und ich bin mir sicher, dass wir noch mehr von diesem Zeug auf Ihrem Computer finden. Waren diese Fotos Ihrer Kinder die Eintrittskarte für entsprechende Tauschbörsen? Ich weiß nicht, wovon Sie reden. Das wissen Sie ganz genau. Was haben Sie gedacht, als zu dem Treffen nicht eine 11-Jährige, sondern Ihre Tochter kam? Was denn für ein Treffen? Sie sind ihr auf den Leim gegangen. Sie haben sich ihr unter einen Internetnamen genähert und ein Treffen vereinbart. Ihre Tochter hat alles aufgezeichnet und gespeichert. Wir konnten alles bis zu Ihnen und Ihrem Computer zurückverfolgen. Also, Herr Dr. Jakob.
Sie haben gewonnen, ich gebe alles zu. Tja, ein bisschen mehr brauchen wir schon noch. Was? Geben Sie alles zu? Ich habe Rebecca getroffen. Sie war sehr erstaunt, mich zu sehen. Ich war genauso erstaunt. Sie hat gedroht, mich anzuzeigen. Dann bin ich ihr in ihre Wohnung gefolgt und habe sie getötet. Danach habe ich dann die Leiche fortgeschafft. Sind Sie zufrieden? Moment mal, nicht so schnell. Wie ist das abgelaufen? Wie haben Sie sie getötet? Es ist alles gesagt, Details sind überflüssig. Sie können mich in Haft nehmen. Ich bin schuldig. Also so ein Geständnis habe ich ja noch nie gesehen. Entweder ist dieser Mann derart kalt und gefühllos, dass er selbst ein Fall für den Psychiater ist. Oder er hat keine Ahnung, wie es wirklich abgelaufen ist. Genau. Scott zusammen. Servus, Doc. Was ist denn los? Stimmt was nicht? Doch, alles super. Fall gelöst, hier dann gewahrsam und geständig. Tatsächlich? Ja. Dann brauchen Sie mir gar nicht mehr. Sie implodieren doch, wenn Sie Ihre Neuigkeiten nicht loswerden. Also... Wenn Sie mich so freundlich bitten. Sie wissen doch, dass bei Rebeccas Leiche fremde Haare gefunden wurden. Dummerweise handelt es sich dabei um ausgefallene Haare ohne intakte Haarwurzel. Das heißt, dass sie keine intakten Zellkerne, also keine genomische DNA enthalten. Also haben Sie die mitochondriale DNA untersucht? Genau. Mitochondrien sind Zellbestandteile außerhalb des Zellkerns und wesentlich robuster. Der Nachteil ist allerdings, dass sie nur das Erbgut der Mutter tragen. Verwandtschaftsfragen also nur innerhalb der mütterlichen Linie geklärt werden können. Nehmen wir zum Beispiel mal den hochinteressanten Fall der Zarenfamilie. Doc, machen Sie mal einen Punkt. Jung und ungeduldig. Kurz und knapp. Die Haare stammen von jemandem, der die gleiche Mutter wie das Opfer hat. Aus. Das ist natürlich jetzt der Hammer. Alexander. Alexander? Dann war er es, der sich mit kleinen Kindern im Internet verabredet hat. Dafür haben wir keine Beweise. Und er hat sich, ohne es zu wissen, mit seiner eigenen Schwester getroffen. Doch, deswegen auch dieses überraschende Geständnis seines Vaters. Das heißt, dass Alexander alles weiß. Die Bilder von ihm und seiner Schwester. Mein Gott. Kann ich noch mal eine Jacke holen? Beeilen Sie sich. Ich hole ihn mal. Komplett von den Socken, als ich auftauchte. Sie hat dann gemeint, ich wäre anstelle unseres Vaters gekommen. Sind Sie aber nicht? Nein. Ich wusste, dass er sich in Foren und Chatrooms herumgetrieben hat. Ich war ihm inzwischen zu alt geworden. Und an seine kleinen Patientinnen hat er sich seit damals nicht mehr herangetraut. Gott sei Dank. Aber sie hat das alles sehr neugierig gemacht. Und Sie haben selbst Kinder in Chatrooms angesprochen. Ja. Wenn er nicht da war, bin ich über seine Screens gegangen. Er wusste nicht, dass ich seine falschen Identitäten und seine Passwörter geknackt hatte. War auch kein Kunststück. Warum? Warum ausgerechnet Sie? Nicht. Vielleicht bin ich wie er. Ein Schwein. Und Sohn eines Schweins. Sie sind Täter und Opfer eines Täters. Als Täter hatten Sie die Wahl. Sie hätten mich sterben lassen sollen. Sie haben sich also mit Ihrer Schwester getroffen.
Was ist dann passiert? Sie hat mir die Fotos gezeigt, die unser Vater von ihr und mir gemacht hat. Und sie dann auf diese pädophilen Tauschbörse eingestellt hat. So hat sie auch erfahren, dass es mir genauso ergangen war wie ihr. Aber sie wusste nicht, dass sie inzwischen in die Fußstapfen ihres Vaters getreten war. Nein. Das hat sie total geschockt. Rebecca wollte mich anzeigen. Als Kinderschänder. Es war mir egal. Aber sie wollte auch unseren Vater anzeigen. Und das hätte meine Mutter umgebracht. Sie wusste von all dem nichts. Und sie war doch so zerbrechlich. Sie haben sich da mit ihrer Schwester verabredet, um sie zu töten. Was? Nein! Nein, so war das nicht. Ich wollte mit ihr nochmal drüber sprechen und sie bitten, die Anzeige vielleicht zurückzuziehen oder sich das zu überlegen. Aber sie wollte nur, dass ich in eine Therapie gehe. Unsere Mutter war ihr völlig egal. Sie hätte alles gewusst und uns nicht geholfen und uns nicht beschützt. Aber das ist doch nicht wahr. Sie hat mich so wütend gemacht. So wütend. Wir standen in der Küche und da war ein Messerblock. Ich habe eins genommen und auf sie eingestochen. Ein Stich traf sie in den Hals und dann ging alles plötzlich ganz schnell. Ich habe ein Handtuch auf die Wunde gedrückt, aber das hat überhaupt nichts gebracht. Überall war Blut. Sie hat ihn geliebt. Trotz allem. Und ich auch. Und dabei hatten wir nicht die Wahl. Dass sie ihre Kinder mit dem Computer und dem Internet nicht allein lassen dürfen, auch wenn die zumindest technisch besser damit umgehen können als sie selbst. Machen Sie Ihren Kindern schon früh klar, dass der schwarze Mann nicht nur draußen im Park lauert. Bringen Sie ihnen bei, keine persönlichen Daten oder Intimes in irgendwelchen Internetforen und Chatrooms preiszugeben. Lehren Sie sie gesundes Misstrauen und Nein zu sagen, wenn ihnen etwas unangenehm ist. Der beste Schutz für Ihre Kinder ist das Vertrauen zu Ihnen. Ihren Eltern. Alles Gute für Sie und Ihre Kinder und vielen Dank für Ihr Kommen. Die meisten Eltern haben keine Ahnung, was da läuft und wo ihre Kinder sich virtuell herumtreiben. Und die Täter? Die melden sich mit Internetnamen, sogenannten Screens und falschem Alter an. Ja, diese Screens übergeben wir dann der Polizei. Die können darüber meist die Männer finden. Sie arbeiten sozusagen als Hilfspolizisten. Sie sind meine Kollegin. Wenn Sie so wollen. In Deutschland dürfen nur ein paar Dutzend Polizisten anlassunabhängig recherchieren. Deswegen haben wir vor allem die Prävention ausgeweitet. Es gibt ein paar Studien, auch vom BKA, die belegen, dass sich 97% der Pädophilen im Internet ihre Opfer suchen. Jedes fünfte surfende Kind schon zu sexuellen Handlungen aufgefordert wurde. Was da läuft, ist eine Jagd von Kriminellen auf Kinder. Und Sie jagen die Jäger? Unser Grundsatz ist, nicht persönlich Kontakt aufzunehmen, nicht zu treffen oder zur Übersendung von Fotos aufzufordern. Sie sagten am Telefon, Sie wollten nicht wegen Rebecca Jakob sprechen. Ja, sie hat ehrenamtlich für Sie gearbeitet. Das ist richtig, bis vor etwa einem halben Jahr. Warum hat sie aufgehört? Sie hat gegen unseren Grundsatz verstoßen und ist aktiv geworden, hat sich sogar verabredet. Ja, Privatkriege können wir nicht dulden. Sie glauben, ihr obsessives Verhalten war privat begründet? Es ist nur eine Vermutung. Privates war für sie weitgehend tabu. Wissen Sie, Rebecca hatte zwei Seiten. Sie war hochsensibel, mitfühlend und warmherzig, konnte aber auch kalt und abweisend sein. Und sobald man versuchte, ihr nahe zu kommen, verkroch sie sich in ihr Schneckenhaus.
Ich hätte ihr gern geholfen. Servus, Britta. Hallo. Geht's gut? Mhm. Sag mal, stimmt es, dass du dich im Rahmen der Prävention mit Missbrauch im Internet beschäftigst? Stimmt. Du ahnst gar nicht, was da inzwischen los ist. Doch. Kennst du eine Stephanie Schultes und die Internetsengel? Klar. Wieso? Sind die seriös? Im Allgemeinen schon, sogar ganz hilfreich. Und im Besonderen? Eine Ex-Ehrenamtliche von denen hat vor ein paar Monaten schweren Bock geschossen. Hat einen Mann als Pädophilen angezeigt, der vollkommen unschuldig war. Hat sich leider zu spät herausgestellt. Da war er schon privat und beruflich erledigt. War das zufällig Rebecca Jakob? Genau. Die hat sich übrigens seit dem Vorfall nicht mehr gemeldet. Früher hat sie uns fast täglich einen Pädophilen ans Messer geliefert. Könnte ich eine Liste von all diesen Männern haben und die Akte über diese Falschbeschuldigung? Sicher. Danke. Hat sie Ärger gekriegt? Ja. Sieht ganz so aus. Morgen. Servus. Ich habe das Rätsel des fehlenden Hausbriefkastens geklärt. Rebecca Jakob hat ein Postfach bei der Hauptpost, da gehe ich heute noch vorbei. Und das Rätsel des fehlenden Computers? Also ein Schließfach bei der Bank hat sie nicht. Falls sie Speichermedien nur zu Hause aufbewahrt hat, dann hat der Täter die mitgenommen. Und damit das belastende Material. Hier, das sind die mageren Ergebnisse des Erkennungsdienstes vom Tatort. Wir haben nur den Abdruck einer linken Hand an der Wohnungstür. Außenvergleich mit den Dateien ist negativ. Keine Fremd-DNA? Nein, ebenfalls negativ. Das sieht nicht gut aus. Nee, wir sind hier gerade in einem Kaff südöstlich von München. Wir warten auf eine gewisse Frau Hallhuber. Wir waren bei der Landesärztekammer und haben uns ein bisschen über Dr. Jakob schlau gemacht. Und dabei sind wir auf was Interessantes gestoßen. Ich muss aufhören, ja. Ciao. Das könnte sie sein. Ja. Frau Hallhuber! Morgen Stern, Soka 5113, meine Kollegin Hahn. Grüß Gott. Ja. Dürfen wir kurz reinkommen? Tja, wenn Sie sich setzen wollen. Was ist denn mit dem Dr. Jakob? Er hat ja nicht immer in München praktiziert. Bis vor 20 Jahren hat er hier als Kinderarzt gearbeitet. Da musste er gehen, weil Sie ihn angezeigt haben. Ist das richtig? Ich will mit der Sache nichts mehr zu tun haben. Das ist vorbei und vergessen. Frau Hallhuber, wir sind nicht gekommen, um Ihnen Ärger zu machen. Aber es kann sein, dass der Verdacht von damals was mit einem Fall zu tun hat, den wir gerade bearbeiten. Ach ja? Hat er wieder ein kleines Mädchen angefasst? Es ging damals um Ihre Tochter, Nicole, nicht wahr? Nicole war bei Jakob in Behandlung. Aber plötzlich wollte sie nicht mehr hingehen. Ich habe mit ihr geschimpft, aber sie hat nur geheult und wurde bockig. Sie wurde unausstehlich, schlief schlecht. Ich habe gesagt, wenn sie nicht mit mir reden will, dann soll sie aufschreiben, was ihr fehlt. Ja, und das hat sie dann auch getan. Jakob hat sie belästigt. Wenn sie mit ihm allein im Sprechzimmer war. Jedes Mal. Wie alt war Ihre Tochter damals? 8 Jahre, so alt wie Rebecca Jakob. Und daraufhin haben Sie ihn angezeigt? Ja, nicht sofort, ich konnte sie erst gar nicht fassen. Ich meine, der Mann ist... Es zwischen ihm und Rebecca, bevor sie anfing, Drogen zu nehmen. Gut. Er hat sie mit zum Angeln genommen, er hat ihr Schach beigebracht. Als sie noch klein war, hat er sie ins Bett gebracht und ihr die Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen. Waren Sie da nicht ein bisschen eifersüchtig? Nein, warum sollte ich? Er hat sich um seine Kinder gekümmert. Andere tun das nicht. Er ist ein guter Vater. Warum hat Rebecca Drogen genommen? Nur wegen der falschen Freunde? Die Pubertät halt. Gerät da nicht unser Gehirn völlig in Unordnung? Hat sie Ihnen nie erzählt, was sie gequält hat? Ich weiß nicht, warum Sie solche Fragen stellen. Ich bekomme Kopfschmerzen. Bitte entschuldigen Sie mich. Danke. Der Griff fällt bald ab. Witzig. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie noch was fragen. Immer. Ich habe zufällig gehört, was Sie zu meinem Vater gesagt haben. Ja? Was meinten Sie damit? Ihr Vater wurde beschuldigt, damals einige seiner kleinen Patienten sexuell belästigt zu haben. Ist das wahr? Die Ermittlungen wurden eingestellt. Aber Sie glauben, dass es wahr ist. Was glauben Sie? Danke. Du magst ja mit allem recht haben, aber wieso gerade jetzt?
Was ist gerade jetzt? Katharina ist davon überzeugt, dass die Familie hinter Rebeccas Verschwinden steckt. Ja. Die Frau ist Zielscheibe der pädophilen Szene gewesen. Zu der Vater vielleicht auch gehört. Gibt's dafür Beweise? Nein, aber du hättest die Familie mal erleben müssen. Diese gedruckste Atmosphäre und wie der Jakob seine Frau und seinen Sohn behandelt. Ich glaube, ich mit der Frau kurz alleine unterhalten. Sie weiß was, blockt aber alles ab, vor allem vor sich selbst. Der Junge hatte keine Ahnung. Ich wüsste gern, ob er den Mumm hat, Papi drauf anzusprechen. Du hast doch auch das Hochzeitsfoto von den beiden gesehen. Die Frau sieht darauf aus wie ein kleines Mädchen. Jakob ist pädophil, darauf hätte ich meine Beamtenpension. Und seine Tochter ist eines seiner Opfer. Ihr Verhalten, ihre ganze Lebensgeschichte ist typisch dafür. Und nach 10 Jahren geht er zu seiner Tochter und bringt sie um, oder was? Weil sie gedroht hat, ihn anzuzeigen. Viele Opfer schaffen das erst Jahre später. Wir sollten sein Haus durchsuchen. Katharina, alles, was wir haben, ist ein jahrzehntealtes Gerücht und deine subjektive Empfindung. Ja, du. Und wir wissen nicht einmal, ob Rebecca Jakob wirklich tot ist. Servus. Danke. Da habt ihr eine Leiche. Aber ein schöner Anblick ist nimmer. Die Unterwäsche hat er gelassen. Sehr pietätvoll. Und hat sie in ein Leintuch eingewickelt. Viel Blut ist nimmer dran. Sie war vorher schon vollkommen ausgeblutet. Mehrere Messerstiche, die meisten davon nicht sehr tief. Tödlich war die Verletzung der Halsarterie. Der Wagen ist niemandem aufgefallen. Ich meine, allein schon vom Geruch her. Das ist ein Parkhaustier. Das war ganz geschickt. Gleich da unten ist ein Taxistand. Ob sich nach einem halben Jahr noch ein Taxler an einen Fahrgast erinnert? Überprüfen wir trotzdem. Noch mehr Stock? Ich habe auf einem der blutgetränkten Handtücher eine Fremd-DNA entdeckt. Leider eine verunreinigte Spur, aber vielleicht haben wir Glück und finden noch was Brauchbares. Viel Spaß. Wer von euch hat sowas schon mal in einem Chat erlebt? Wer hat Fragen gestellt bekommen wie, hast du schon Schamhaare oder ähnliches? Und wer hat sich schon mal mit einer Internetbekanntschaft allein getroffen? Heute ist Kriminalhauptkommissar Bauer bei uns. Hallo. Er möchte euch zum Abschluss noch ein paar persönliche Worte mit auf den Weg geben. Ihr habt in der letzten Stunde eine Menge Informationen und Ratschläge bekommen. Möglicherweise reizt es einigen von euch, das auch auszuprobieren. Aber das Internet ist kein Abenteuerspielplatz und allein habt ihr gegen diese Leute keine Chance. Also müsst ihr cleverer sein als sie, lasst sie abblitzen. Und wenn ihr euch unbedingt mit jemandem verabreden wollt, den ihr nicht kennt, seid misstrauisch, geht niemals allein dahin. Nehmt Freunde mit oder eure Eltern. Ja, ich weiß, Eltern sind uncool, aber wenn ihr euch in diese Gefahr begebt, seid ihr nicht cool, sondern nur dumm. Benutzt das Internet, aber lasst euch nicht benutzen. Und wenn euch irgendetwas in diese Richtung passiert, wendet euch an jemanden, dem ihr absolut vertraut. Und ich habe auch immer ein offenes Ohr für euch. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Heimweg. Tschüss. Was ist passiert? Haben Sie Rebecca gefunden? Ja. Sie ist tot. Ihr Mörder hat Ihren Computer aus der Wohnung mitgenommen. Deshalb würde ich gerne wissen, was sie zuletzt aus dem Internet abgespeichert hat. Ich rate allen Ehrenamtlichen, einen zusätzlichen Speicherplatz im Internet zu nutzen. Und wie finde ich den? Ich maile Ihnen Rebeccas Zugangsdaten. Die habe ich von allen Engeln. Sicher ist sicher. Jetzt mache ich das alles schon seit mehreren Jahren, aber ich begreife diese Männer immer noch nicht. Rein emotional, ich... Das hier haben Waldarbeiter in einem Gehölz am Stadtrand gefunden, näher unter Föhring. Ist das alles? Jo. Keine Leiche, nichts. Gibt es denn eine? Der Kleidung nach handelt es sich um eine Frau mittlerer Größe, schlank, sagen wir 50 Kilo schwer.
Die Stoffteile und die Kleidung sind mit insgesamt 2 bis 3 Litern Blut getränkt. Einen solchen Blutverlust überlebt niemand lang. Dann suchen wir nach einer Toten. Der Sack muss dort schon länger gelegen haben, er war mit Schmutz und Blüten bedeckt. Der Vorarbeiter hat gesagt, dass er vor Ostern dort noch nicht gelegen hat. Jetzt machen wir so, lass uns mal den Kram hier und kommen uns morgen wieder vorbei. Dann weiß ich mir, am besten bringen es mir gleich die Leiche mit. Sehr witzig. Vielleicht erkennt das jemand. Morgen. Servus. Hallo. Also, bei den seit Ostern vermisst gemeldeten Personen taucht keine Frau auf, die in Frage käme. Krankenhäuser, Notärzte, leider auch Fehlanzeige. Und du, Katharina? 12 Anrufe bis jetzt. 3 wollen die Kleidungsstücke in der Zeitung erkannt haben, erinnern sich aber nicht mehr, wer sie getragen hat. 9 sind sich sicher, die Frau zu kennen. 5 davon haben aber gestern noch gelegt. Bleiben also noch 4 übrig. Ja. Entschuldige. Servus. Servus. Hallo. Und? Haben Sie Opfer schon gefunden? Nein, noch nicht. Vielleicht kann der Arzt Ihres Vertrauens weiterhelfen. Ihretwegen habe ich die halbe Nacht im Labor verbracht. Nobel, Doc, sehr nobel. Also erstens handelt es sich bei dem Blut an den Stoffen und an dem Messer um das Blut derselben Person, definitiv eine Frau. Zweitens, das Blut ist 2 bis 4 Monate alt. Auf die Woche genau kann es nicht sein. Also vermutlich um Ostern herum. Die histologische Untersuchung von Hautfetzen, die ich am Schaft des Messers definitiv die Tatwaffe gefunden habe, hat ergeben, dass die Frau an Malaria tertiana litt. Das ist die weniger gefährliche Art. Vielleicht eine Ausländerin oder eine Fernreisende? Asien oder Afrika? Kommt auch in Teilen der Türkei vor. Jedenfalls muss sie deswegen in Behandlung gewesen sein. Wie viele Ärzte gibt es denn da in München? Auf jeden Fall zu viele, Theo. Aber wir können doch das Gesundheitsamt fragen. Malaria ist doch meldepflichtig, oder? Korrekt. Aber leider verschlüsselt und ohne Namensnennung. Aber ich habe die Ärzte aufgetrieben. Warum sagen Sie das nicht gleich? 2 Frauen waren dabei. Viktoria Krause und Rebecca Jakob. Treffer! Ein Anruf kam von einer Besitzerin eines Reisebüros, wo ist es hier, Frau Gebert. Und die hatte eine Mitarbeiterin namens Rebecca Jakob und sie hat sich an ihre Bluse erinnert. Und wieso hat diese Reisebürobesitzerin ihre Angestellte nicht vermisst gemeldet? Frag ich sie. Tschüss. Grüß Gott. Hallo? Frau Gebert? Ja? Katharina Hahn, Soko 5113. Kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Ja? Dominik, Küche, Theo, Wohnzimmer. Jungs, kommt mal her, wir haben unseren Tatort. Hier hat jemand verdammt viel Blut aufgewischt. Tag, Herr Bauer, ich brauche die Spurensicherung in die Blumenstraße 12. Danke. Chef der Messe. Kommt ihr mal. Hier ist zwar ein Drucker, aber kein PC, kein Laptop, keine CD-ROMs, kein USB-Stick, einfach nichts. Hat vielleicht der Täter mitgenommen. Dann war der aber sehr fleißig. Handtasche und Handy fehlen nämlich auch. Ist alles ziemlich unpersönlich hier. Keine Fotos, keine Bilder, nichts. Und fällt euch was auf? Keine Leiche. Richtig. Richtig. Danke. Ich hatte sie aus verschiedenen Gründen entlassen. Mhm. Und warum? Sie wurde unzuverlässig. Es gab öfter Streit deswegen. Inwiefern unzuverlässig? Sie kam später oder ging früher. Manchmal erschien sie gar nicht oder nahm sich von heute auf morgen einen Tag frei. Hatte sie private Probleme oder eine bessere Stellung in Aussicht? Keine Ahnung. Ich habe angenommen, dass es mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zu tun hat. Was ist das? Irgendwas mit Kindern und Internet. Genau weiß ich es nicht. Auf jeden Fall hat sie ihre ganze Freizeit damit verbracht. Was wissen Sie über ihre Familie, Freunde? Über Privates haben wir nicht geredet. Alle Gespräche in der Richtung hat sie abgeblockt. Jedenfalls hatte ich den Eindruck, dass sie allein gelebt hat. In den 2 Jahren, die sie bei mir war, hat kein einziges Mal jemand für sie angerufen. Hier, das hat sie mir mal gegeben. Sie meinte, es sei wichtig, auch Ärzte für das Thema zu sensibilisieren. Internetsengel, muss ich die kennen? Frau Jakob hätte diese Frage sicher bejaht. Die Engel sind eine private Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kinder vor Belästigungen im Internet zu schützen. Frau Jakob war in dieser Sache sehr engagiert. Allerdings für meinen Geschmack etwas zu engagiert. Naja, immerhin hat sie für eine gute Sache gekämpft. Aber bei ihr hatte das alles so was Obsessives, wissen Sie? Seit wann war Rebecca Jakob Ihre Patientin? Das haben wir gleich. Ah ja, hier. Seit etwa 5 Jahren. Also die von Tür zu Tür Nummer hat nichts gebracht, die Frau war quasi unsichtbar. Selbst die Nachbarn kennen sie nur vom Wegsehen.
Mit ihrer Chefin hat sie auch nie ein persönliches Wort gesprochen, aber ein paar Spuren hat sie dann doch hinterlassen. Mit 17 hat sie ein paar Monate wegen BTMG-Verstoßes gesessen. Hier, das Foto von erkennungsdienstlichen Behandlung. Die Strafe wurde später versehentlich nicht automatisch gelöscht. Versehentlich. Da hatte sie schon eine typische Drogenkarriere hinter sich, inklusive Babystrich etc. Im Knast Entzug, danach therapeutische Wohngemeinschaft, ist nie nach Hause zurückgegangen. Die Familie weiß wahrscheinlich gar nicht, dass sie verschwunden ist. Das würde auch die fehlende Vermisstenanzeige erklären. Aber ganz bürgerliches Elternhaus. Der Vater ist Kinderarzt, Dr. Eberhard Jakob, Mutter, Bruder. Und sollten wir vielleicht eine Drogenszene nach ihrem Mörder suchen? Angeblich ist sie clean geblieben. Immerhin ein Ansatzpunkt. Theo, was hast du noch? Die Halteabfrage bei der Kfz-Zulassungsstelle war positiv. Sie fährt einen alten Golf, ist aber in der unmittelbaren Nähe ihrer Wohnung nicht gefunden worden. Sachfahndung läuft. Gut. Habt ihr auch noch was für diesen Verein? Hat sie ehrenamtlich gearbeitet? Internetsengel. Die jagen doch Pädophile im Internet. Das ist nicht ungefährlich. Eine weitere Spur. Ich treffe mich noch heute mit der Chefin des Münchner Büros. Wer redet mit den Eltern? Also fürs Überbringen von Todesnachrichten bin ich gar nicht geeignet, Chef. Dann lernst du es jetzt. Mit Katharina. Mein Mann wird gleich kommen. Er hat noch einen Patienten. Bitte setzen Sie sich. Danke. Worum geht's denn? Wir müssen im Rahmen einer Mordermittlung mit Ihnen sprechen. Mord? Das wissen wir noch nicht genau. Frau Jakob, es geht um Ihre Tochter Rebecca. Es ist möglich, dass ihr etwas zugestoßen ist. Was soll ihr zugestoßen sein? Wir nehmen an, dass sie getötet wurde. Die Polizei ist im Haus, habe ich gehört. Was kann ich für Sie tun? Es geht um Rebecca. Anscheinend ist ihr was zugestoßen. Ja, was ist denn passiert? Alle Spuren deuten darauf hin, dass sie in ihrer Wohnung getötet wurde. Ihre Leiche haben wir leider noch nicht gefunden. Das heißt, Sie wissen eigentlich gar nichts. Ihre Tochter ist seit etwa 6 Monaten verschwunden. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen oder gesprochen? Unsere Tochter hat uns schon vor Jahren verlassen. Seitdem haben wir keinen Kontakt zu ihr. Nicht mal eine Karte zu Weihnachten oder zum Geburtstag? Nicht immer das, nein. Stimmt's, Liebes? Ja, das ist richtig. Rebecca war ein schwieriges Kind. Rebecca war drogensüchtig. Was ist da schiefgelaufen? Der Vorwurf in Ihrer Frage ist ja nicht zu überhören, aber wir haben alles getan, um ihr zu helfen. Vielleicht waren wir nicht konsequent genug. Als sie 14 war, ist sie durch einen Freund in schlechte Gesellschaft gekommen. Danach hatten wir keinen Einfluss mehr. Und die ganzen Jahre haben Sie nie versucht, Kontakt zu Ihrer Tochter aufzunehmen? Doch, doch. Natürlich, aber alles vergebens. Haben Sie irgendeinen Verdacht, wer der Mörder sein könnte? Wir hatten gehofft, Sie könnten uns einen Hinweis geben. So gern ich Ihnen helfen möchte, aber... Ihr Sohn? Ja, Alexander. Kein Foto Ihrer Tochter? Nein, das war für meine Frau zu schmerzlich. Hätten Sie vielleicht ein Foto für uns? Ja, natürlich. Ich werde sehen, ob ich irgendwo noch eins finden kann. Ja, vielen Dank. Mein Mann wird Sie hinaus begleiten. Sie wundern sich wahrscheinlich, warum meine Frau und ich nicht in Tränen ausgebrochen sind. Jeder verarbeitet schlimme Nachrichten anders. Die Wahrheit ist, dass wir unsere Tochter schon vor langer Zeit verloren haben. Irgendwann hat man keine Tränen mehr. Mein Sohn Alexander. Alexander, das sind Polizisten. Hallo. Deine Schwester ist möglicherweise nicht mehr im Leben. Rebecca? Wann haben Sie Ihre Schwester zuletzt gesehen? Keine Ahnung. Vor 9 Jahren vielleicht? Ich war noch klein, als sie abgehauen ist. Und wie war das Verhältnis zu Ihrer Schwester? Sie ist 10 Jahre älter als ich. Beantwortet das Ihre Frage? Alexander. Es tut mir natürlich leid, wenn hier irgendwas zugestoßen ist. Sie hören von uns. Wiedersehen. Wiedersehen. Hi Melanie, ich bin Tom. Hi Tom. Wie alt bist du? 12. Und du? 14. Hast du schon einen Freund? Klar. Cool, dann bist du auch keine Jungfrau mehr. So befreundet sind wir nicht. Würdest du es gerne mal machen? Vielleicht. Hast du etwa Angst? Nee, wieso? Ich könnte dir zeigen, wie es geht. Das weiß ich längst. Super, wir könnten uns treffen. Mal sehen. Sei doch nicht so lahm. Bin ich doch gar nicht. Was Sie da eben gehört haben, sind die Stimmen von 2 Sprechern, aber der Text ist echt. Das ist die Originalabschrift eines Live-Chats.
Ja, dem einen oder anderen unter Ihnen mag das ziemlich erschreckend oder unglaubwürdig erscheinen, wie so manches, was ich Ihnen heute Abend erzählt habe. Aber tatsächlich gehört das zur täglichen Realität im Netz. Sie sollten das sehr ernst nehmen. Mir ist vor allem wichtig, Ihnen zu vermitteln... Kinderarzt und Psychologe, das kann doch gar nicht sein. Aber ich wusste, dass meine Tochter nicht lügt. Ihre Tochter hatte Glück. Vielen Kindern glauben selbst die eigenen Eltern nicht. Ja. Ich war dann aber auch die Einzige, die ihr geglaubt hat. Also kam es nicht zum Prozess? Das Gutachten über Nicoles Glaubwürdigkeit fiel negativ für sie aus. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Jakob hat gedroht, uns zu verklagen. Wegen Rufschädigung. Das muss sehr schlimm gewesen sein für ihre Tochter. Sie hat sich so geschämt. Ich habe sie kaum noch in die Schule bekommen. Aber wissen Sie, was das Verrückte war? Obwohl angeblich keine Nicole geglaubt hat, blieb die Praxis leer. Deshalb musste er wegziehen. Rebecca Jakobs Post. Gar nicht so viel für ein halbes Jahr. Drohbriefe, teils sogar mit Unterschrift, echt hässlicher Ton. Laut Stefanie Schulte ist nichts Ungewöhnliches. Und wenn Rebecca Jakob wirklich nicht mehr lebt, dann hat wahrscheinlich einer seine Drohung wahrgemacht. Okay, vielleicht findet das Labor was. Wie lang ist eigentlich die Liste der Kerle, die sie angezeigt hat? Ziemlich lang. Und ganz oben steht der Mann, den sie fälschlicherweise beschuldigt hat, Günther Roth. Was ist mit Ihrem Vater und dem Missbrauchsverdacht? Die Anschuldigung kann tatsächlich falsch gewesen sein. Außerdem ist es schon verdammt lange her. Seine Tochter war damals im selben Alter wie Nicole. Was, wenn er auch vor ihr nicht Halt gemacht hat? Das ist doch nicht dein Ernst. Ich meine, der Mann ist Kinderarzt und Psychologe. Na und? Das macht ihn doch nicht automatisch unverdächtig. Rebecca war ein schwieriges Kind, so hat es die Mutter formuliert. Ihre Drogensucht, das Misstrauen, diese Besessenheit, im Internet Pädophile zu jagen, das hat doch Gründe. Ja gut, ich fand die Jakobs auch ziemlich schräg, aber nicht bei jeder Drogenkarriere ist die Familie schuld. Die meisten rutschen da einfach so rein. Außerdem hatten die Eltern seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihr. Wir bleiben trotzdem an dieser Familie dran. Das kotzt mich alles an. Die Frau hat mich ruiniert. Wissen Sie das? Rebecca Jakob ist verschwunden und wahrscheinlich um Ostern herum ermordet worden. Und Sie glauben, ich war's? Natürlich. Als Kinderschänder, der Mörder. Ich mach Karriere. Herr Roth, wir haben in der Post von Rebecca Jakob zwei Drohbriefe von Ihnen gefunden. Sowas wie Sie muss aus dem Verkehr gezogen werden und ich werde meine Rache nicht Gott überlassen. Das klingt sehr deutlich, finden Sie nicht? Irgendwie musste ich mich aber reagieren. Wegen ihr habe ich meinen Job verloren, meine Frau hat mich rausgeworfen und verbietet mir seit Monaten, meine kleine Tochter zu sehen. Sie waren das Opfer einer Verwechslung. Egal. Wenn Sie das Brandzeichen erstmal auf der Stirn tragen, dann glaubt Ihnen keiner mehr. Wie kam es dazu? Jakob hatte eine Verabredung mit einem Pädophilen. Sie wusste nicht, wie er aussieht, kannte nur das Motorrad, weil er das als Erkennungszeichen beschrieben hatte. Dummerweise fahre ich genau das gleiche Modell. Und sie ist mir nachgefolgt. So hat sie das immer gemacht, hat die Namen und Adressen der Typen ausspioniert. Jedenfalls standen am nächsten Tag die Bullen vor meiner Tür. Herr Roth, Sie haben herausgefunden, dass Rebecca Jakob Sie angezeigt hat und Sie haben ihr geschrieben. Das heißt, Sie kannten Ihre Adresse. Ich bin ihr nie begegnet. Und ich habe ihr nichts angetan. Sie hat mein Leben kaputt gemacht. Und wenn einer sie umgebracht hat, werde ich keine Träne vergießen. Aber ich war es nicht. Ist es möglich, dass Sie uns so früh stören? Bleiben Sie ruhig sitzen. Wir waren gerade in der Nähe, da haben wir gedacht, wir könnten gleich das Foto mitnehmen. Was denn für ein Foto? Ach, das von Rebecca, ja. Liebes. Wir haben noch eins gefunden. Da muss sie so 15 oder 16 gewesen sein. Hübsches Mädchen. Sehr hübsch sogar. Das Foto muss dann schon in München gemacht worden sein, oder? Alexander, ich denke, du musst noch für die Uni arbeiten, ja? Bitte wollen Sie sich nicht setzen? Möchten Sie vielleicht eine Tasse Kaffee? Danke, Liebes, das wird nicht nötig sein. Sie haben ja jetzt, weshalb Sie gekommen sind, nicht wahr? Wusste Ihre Tochter eigentlich, warum Sie Ihre Praxis auf dem Land aufgegeben haben und nach München gezogen sind? Ich weiß nicht, warum Sie in meiner Vergangenheit herumstochern. Aber lassen Sie sich gesagt sein, dass ich mir das nicht gefallen lassen werde. An der Sache war überhaupt nichts dran. Und die Kleine hatte eine sehr lebhafte, frühreife Fantasie, was, wie Sie jederzeit nachlesen können, auch gutachterlich festgestellt wurde. Aber leider, ad acta calumniare semper aliquid erit. Verleumde nur frech, es bleibt ihm etwas hängen, Plutarch. War der Gutachter nicht ein alter Studienfreund von Ihnen? Jetzt wird's ja immer besser. Um was geht's hier eigentlich? Um den Tod meiner Tochter offenbar nicht. Außerdem muss ich jetzt in die Praxis, wenn ich bitten darf.
Ersparen Sie mir und meiner Familie weitere Besuche. Meine Frau leidet sehr unter der Situation. Herr Doktor, Telefon für Sie. Ja, ich komme. Also. Geh schon mal vor. Entschuldigung, ich glaube, ich habe was verloren. Da ist er ja. Ist ja gut, dass Sie es gleich bemerkt haben. Ja. Das ist ein schönes Foto von Ihnen beiden. Da sehen Sie noch sehr jung aus. Das ist unser Hochzeitsfoto. Da bin ich gerade 18. Aber wir kannten uns bereits 2 Jahre, mein Mann und ich. Ihr Mann mag junge Mädchen. Mögen die nicht alle? Wie war eigentlich das Verhältnis? Natürlich. Das Kinderschänder, der Mörder. Ich mache Karriere. Herr Roth, wir haben in der Post von Rebecca Jakob 2 Drohbriefe von Ihnen gefunden. Sowas wie Sie muss aus dem Verkehr gezogen werden und ich werde meine Rache nicht Gott überlassen. Das klingt sehr deutlich, finden Sie nicht? Irgendwie musste ich mich aber reagieren. Wegen ihr habe ich meinen Job verloren, meine Frau hat mich rausgeworfen und verbietet mir seit Monaten, meine kleine Tochter zu sehen. Sie waren das Opfer einer Verwechslung. Egal. Wenn Sie das Brandzeichen erstmal auf der Stirn tragen, dann glaubt Ihnen keiner mehr. Wie kam es dazu? Jakob hatte eine Verabredung mit einem Pädophilen. Sie wusste nicht, wie er aussieht, kannte nur das Motorrad, weil er das als Erkennungszeichen beschrieben hatte. Dummerweise war ich genau das gleiche Modell. Und sie ist mir nachgefolgt. Also hat sie das immer gemacht, hat die Namen und Adressen der Typen ausspioniert. Jedenfalls standen am nächsten Tag die Bullen vor meiner Tür. Herr Roth, Sie haben herausgefunden, dass Rebecca Jakob Sie angezeigt hat und Sie haben ihr geschrieben. Das heißt, Sie kannten Ihre Adresse. Ich bin ihr nie begegnet. Und ich habe ihr nichts angetan. Sie hat mein Leben kaputt gemacht. Und wenn einer sie umgebracht hat, werde ich keine Träne vergießen. Aber ich war es nicht. Ist das nötig, dass Sie uns so früh stören? Bleiben Sie ruhig sitzen. Wir waren gerade in der Nähe, da haben wir gedacht, wir könnten gleich das Foto mitnehmen. Was denn für ein Foto? Ach, das von Rebecca, ja. Liebes. Wir haben noch eins gefunden. Da muss sie so 15 oder 16 gewesen sein. Hübsches Mädchen. Sehr hübsch sogar. Das Foto muss dann schon in München gemacht worden sein, oder? Alexander, ich denke, du musst noch für die Uni arbeiten, ja? Bitte wollen Sie sich nicht setzen? Möchten Sie vielleicht eine Tasse Kaffee? Danke, Liebes, das wird nicht nötig sein. Sie haben ja jetzt, weshalb Sie gekommen sind, nicht wahr? Wusste Ihre Tochter eigentlich, warum Sie Ihre Praxis auf dem Land aufgegeben haben und nach München gezogen sind? Ich weiß nicht, warum Sie in meiner Vergangenheit herumstochern. Aber lassen Sie sich gesagt sein, dass ich mir das nicht gefallen lassen werde. An der Sache war überhaupt nichts dran. Und die Kleine hatte eine sehr lebhafte, frühreife Fantasie. Was, wie Sie jederzeit nachlesen können, auch gutachterlich festgestellt wurde. Aber leider, audacta calumniare semper aliquid erit. Verleumde nur frech, es bleibt immer etwas hängen, Plutarch. War der Gutachter nicht ein alter Studienfreund von Ihnen? Jetzt wird's ja immer besser. Um was geht's hier eigentlich? Um den Tod meiner Tochter offenbar nicht. Außerdem muss ich jetzt in die Praxis, wenn ich bitten darf. Ersparen Sie mir und meiner Familie weitere Besuche. Meine Frau leidet sehr unter der Situation. Herr Doktor, Telefon für Sie. Ja, ich komme. Also... Geh schon mal vor. Entschuldigung, ich glaube, ich habe was verloren. Da ist er ja. Ist ja gut, dass Sie es gleich bemerkt haben. Ja. Das ist ein schönes Foto von Ihnen beiden. Da sehen Sie noch sehr jung aus. Das ist unser Hochzeitsfoto. Da bin ich gerade 18. Aber wir kannten uns bereits 2 Jahre, mein Mann und ich. Ihr Mann mag junge Mädchen. Mögen die nicht alle? Wie war eigentlich das Verhältnis zwischen ihm und Rebecca, bevor sie anfing, Drogen zu nehmen? Gut. Er hat sie mit zum Angeln genommen. Er hat ihr Schach beigebracht. Als sie noch klein war, hat er sie ins Bett gebracht und ihr die Gute-Nacht-Geschichte vorgelesen. Waren Sie da nicht ein bisschen eifersüchtig? Nein, warum sollte ich? Er hat sich um seine Kinder gekümmert. Andere tun das nicht. Er ist ein guter Vater. Warum hat Rebecca Drogen genommen? Nur wegen der falschen Freunde? Die Pubertät halt. Gerät da nicht unser Gehirn völlig in Unordnung? Hat sie Ihnen nie erzählt, was sie gequält hat? Ich weiß nicht, warum Sie solche Fragen stellen. Ich bekomme Kopfschmerzen. Bitte entschuldigen Sie mich.
Danke. Der Griff fällt bald ab. Witzig. Entschuldigen Sie, ich wollte Sie noch was fragen. Immer. Ich habe zufällig gehört, was Sie zu meinem Vater gesagt haben. Ja? Was meinten Sie damit? Ihr Vater wurde beschuldigt, damals einige seiner kleinen Patienten sexuell belästigt zu haben. Ist das wahr? Die Ermittlungen wurden eingestellt. Aber Sie glauben, dass es wahr ist. Was glauben Sie? Danke. Du magst ja mit allem recht haben, aber wieso gerade jetzt? Was ist gerade jetzt? Katharina ist davon überzeugt, dass die Familie hinter Rebeccas Verschwinden steckt. Ja. Die Frau ist Zielscheibe der pädophilen Szene gewesen. Zu der Vater vielleicht auch gehört. Gibt's dafür Beweise? Nein, aber du hättest die Familie mal erleben müssen. Diese gedruckste Atmosphäre und wie der Jakob seine Frau und seinen Sohn behandelt. Ich glaube, ich mit der Frau kurz alleine unterhalten. Sie weiß was, blockt aber alles ab, vor allem vor sich selbst. Der Junge hatte keine Ahnung. Ich wüsste gern, ob er den Mumm hat, Papi drauf anzusprechen. Du hast doch auch das Hochzeitsfoto von den beiden gesehen. Die Frau sieht darauf aus wie ein kleines Mädchen. Jakob ist pädophil, darauf hätte ich meine Beamtenpension. Und seine Tochter ist eines seiner Opfer. Ihr Verhalten, ihre ganze Lebensgeschichte ist typisch dafür. Und nach 10 Jahren geht er zu seiner Tochter und bringt sie um, oder was? Weil sie gedroht hat, ihn anzuzeigen. Viele Opfer schaffen das erst Jahre später. Wir sollten sein Haus durchsuchen. Katharina, alles, was wir haben, ist ein jahrzehntealtes Gerücht und deine subjektive Empfindung. Ja, du. Und wir wissen nicht einmal, ob Rebecca Jakob wirklich tot ist. Servus. Danke. Da habt ihr eure Leiche. Aber ein schöner Anblick ist nimmer. Das hier haben Waldarbeiter in einem Gehölz am Stadtrand gefunden, näher unter Föhring. Ist das alles? Jo. Keine Leiche, nichts. Gibt es denn eine? Der Kleidung nach haben sie so meine Frau mittlerer Größe, schlank, sagen wir 50 Kilo schwer. Die Stoffteile und die Kleidung sind mit insgesamt 2 bis 3 Litern Blut getränkt. Einen solchen Blutverlust überlebt niemand lang. Dann suchen wir nach einer Toten. Der Sack muss dort schon länger gelegen haben, er war mit Schmutz und Blüten bedeckt. Der Vorarbeiter hat gesagt, dass er vor Ostern dort noch nicht gelegen hat. Jetzt machen wir so, lass uns mal den Kram hier und kommen uns morgen wieder vorbei. Dann weiß ich mehr und am besten bringen wir gleich die Leiche mit. Sehr witzig. Vielleicht erkennt das jemand. Morgen. Servus. Hallo. Also, bei den seit Ostern vermisst gemeldeten Personen taucht keine Frau auf, die in Frage käme. Krankenhäuser, Notärzte, leider auch Fehlanzeige. Und du, Katharina? 12 Anrufe bis jetzt. 3 wollen die Kleidungsstücke in der Zeitung erkannt haben, erinnern sich aber nicht mehr, wer sie getragen hat. 9 sind sich sicher, die Frau zu kennen. 5 davon haben aber gestern noch gelegt. Bleiben also noch 4 übrig. Ja. Entschuldige. Servus. Servus. Hallo. Und? Haben Sie Opfer schon gefunden? Nein, noch nicht. Vielleicht kann der Arzt Ihres Vertrauens weiterhelfen. Ihretwegen habe ich die halbe Nacht im Labor verbracht. Nobel, Doc, sehr nobel. Also erstens handelt es sich bei dem Blut an den Stoffen und an dem Messer um das Blut derselben Person, definitiv eine Frau. Zweitens, das Blut ist 2 bis 4 Monate alt. Auf die Woche genau kann es nicht sein. Also vermutlich um Ostern herum. Die histologische Untersuchung von Hautfetzen, die ich am Schaft des Messers definitiv die Tatwaffe gefunden habe, hat ergeben, dass die Frau an Malaria tertiana litt. Das ist die weniger gefährliche Art. Vielleicht eine Ausländerin oder eine Fernreisende? Asien oder Afrika? Kommt auch in Teilen der Türkei vor. Jedenfalls muss sie deswegen in Behandlung gewesen sein. Wie viele Ärzte gibt es denn da in München? Auf jeden Fall zu viele, Theo. Aber wir können doch das Gesundheitsamt fragen. Malaria ist doch meldepflichtig, oder? Korrekt. Aber leider verschlüsselt und ohne Namensnennung. Aber ich habe die Ärzte aufgetrieben. Warum sagen Sie das nicht gleich? 2 Frauen waren dabei. Viktoria Krause und Rebecca Jakob. Treffer!
Ein Anruf kam von einer Besitzerin eines Reisebüros. Wo ist es hier? Frau Gebert. Und die hatte eine Mitarbeiterin namens Rebecca Jakob und sie hat sich an ihre Bluse erinnert. Und wieso hat diese Reisebürobesitzerin ihre Angestellte nicht vermisst gemeldet? Frag ich sie. Tschüss. Grüß Gott. Hallo? Frau Gebert? Ja? Katharina Hahn, Soko 5113. Kann ich kurz mit Ihnen sprechen? Ja? Dominik Küche, Theo Wohnzimmer. Jungs, kommt mal her, wir haben unseren Tatort. Hier hat jemand verdammt viel Blut aufgewischt. K.K. Bauer, ich brauche die Spurensicherung in die Blumenstraße 12. Danke. Chef, da kommt ein Messer. Kommt ihr mal. Hier ist zwar ein Drucker, aber kein PC, kein Laptop, keine CD-ROMs, kein USB-Stick, einfach nichts. Das hat vielleicht der Täter mitgenommen. Dann war der aber sehr fleißig. Handtasche und Handy fehlen nämlich auch. Das ist alles ziemlich unpersönlich hier. Keine Fotos, keine Bilder, nichts. Und fällt euch was auf? Keine Leiche. Richtig. Richtig. Danke. Ich hatte sie aus verschiedenen Gründen entlassen. Mhm. Und warum? Sie wurde unzuverlässig. Es gab öfter Streit deswegen. Inwiefern unzuverlässig? Sie kam spät oder ging früher. Manchmal erschien sie gar nicht oder nahm sich von heute auf morgen einen Tag frei. Hatte sie private Probleme oder eine bessere Stellung in Aussicht? Keine Ahnung. Ich habe angenommen, dass es mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit zu tun hat. Was ist das? Irgendwas mit Kindern und Internet. Genau weiß ich es nicht. Auf jeden Fall hat sie ihre ganze Freizeit damit verbracht. Was wissen Sie über ihre Familie, Freunde? Über Privates haben wir nicht geredet. Alle Gespräche in der Richtung hat sie abgeblockt. Jedenfalls hatte ich den Eindruck, dass sie allein gelebt hat. In den 2 Jahren, die sie bei mir war, hat kein einziges Mal jemand für sie angerufen. Hier, das hat sie mir mal gegeben. Sie meinte, es sei wichtig, auch Ärzte für das Thema zu sensibilisieren. Internetsengel, muss ich die kennen? Frau Jakob hätte diese Frage sicher bejaht. Die Engel sind eine private Organisation, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Kinder vor Belästigungen im Internet zu schützen. Frau Jakob war in dieser Sache sehr engagiert. Allerdings für meinen Geschmack etwas zu engagiert. Naja, immerhin hat sie für eine gute Sache gekämpft. Aber bei ihr hatte das alles so was Obsessives, wissen Sie? Seit wann war Rebecca Jakob Ihre Patientin? Das haben wir gleich. Ah ja, hier. Seit etwa 5 Jahren. Also die von Tür zu Tür Nummer hat nichts gebracht, die Frau war quasi unsichtbar. Selbst die Nachbarn kennen sie nur vom Wegsehen. Mit ihrer Chefin hat sie auch nie ein persönliches Wort gesprochen, aber ein paar Spuren hat sie dann doch hinterlassen. Mit 17 hat sie ein paar Monate wegen BTMG-Verstoßes gesessen. Hier, das Foto von erkennungsdienstlicher Behandlung. Die Strafe wurde später versehentlich nicht automatisch gelöscht. Versehentlich. Da hatte sie schon eine typische Drogenkarriere hinter sich, inklusive Babystrich etc. Im Knast Entzug, danach therapeutische Wohngemeinschaft, ist nie nach Hause zurückgegangen. Die Familie weiß wahrscheinlich gar nicht, dass sie verschwunden. Die Unterwäsche hatte ihr gelassen. Sehr pietätvoll. Und hat sie in ein Leintuch eingewickelt. Viel Blut ist nimmer dran. Sie war vorher schon vollkommen ausgeblutet. Mehrere Messerstiche, die meisten davon nicht sehr tief. Tödlich war die Verletzung der Halsarterie. Der Wagen ist niemandem aufgefallen. Ich meine, allein schon vom Geruch her. Das ist ein Parkhaustier. Das war ganz geschickt. Gleich da unten ist ein Taxistand. Ob sie nach einem halben Jahr noch in Taxland einen Fahrgast erinnert? Überprüfen wir trotzdem. Noch was, Doc? Ich habe auf einem der blutgetränkten Handtücher eine Fremd-DNA entdeckt. Leider eine verunreinigte Spur, aber vielleicht haben wir Glück und finden noch was Brauchbares. Viel Spaß. Wer von euch hat sowas schon mal in einem Chat erlebt? Wer hat Fragen gestellt bekommen wie, hast du schon Schamhaare oder ähnliches? Und wer hat sich schon mal mit einer Internetbekanntschaft allein getroffen? Heute ist Kriminalhauptkommissar Bauer bei uns. Hallo. Er möchte euch zum Abschluss noch ein paar persönliche Worte mit auf den Weg geben. Ihr habt in der letzten Stunde eine Menge Informationen und Ratschläge bekommen. Möglicherweise reizt es einigen von euch, das auch auszuprobieren. Aber das Internet ist kein Abenteuerspielplatz und allein habt ihr gegen diese Leute keine Chance. Also müsst ihr cleverer sein als sie, lasst sie abblitzen. Und wenn ihr euch unbedingt mit jemandem verabreden wollt, den ihr nicht kennt, seid misstrauisch, geht niemals allein dahin. Nehmt Freunde mit oder eure Eltern. Ja, ich weiß, Eltern sind uncool, aber wenn ihr euch in diese Gefahr begebt, seid ihr nicht cool, sondern nur dumm.
Benutzt das Internet, aber lasst euch nicht benutzen. Und wenn euch irgendetwas in diese Richtung passiert, wendet euch an jemanden, dem ihr absolut vertraut. Und ich habe auch immer ein offenes Ohr für euch. Und jetzt wünsche ich euch einen schönen Heimweg. Tschüss. Was ist passiert? Haben Sie Rebecca gefunden? Ja. Sie ist tot. Ihr Mörder hat Ihren Computer aus der Wohnung mitgenommen. Deshalb würde ich gerne wissen, was sie zuletzt aus dem Internet abgespeichert hat. Ich rate allen Ehrenamtlichen, einen zusätzlichen Speicherplatz im Internet zu nutzen. Und wie finde ich den? Ich maile Ihnen Rebeccas Zugangsdaten. Die habe ich von allen Engeln. Sicher ist sicher. Danke. Jetzt mache ich das alles schon seit mehreren Jahren, aber ich begreife diese Männer immer noch nicht. Rein emotional, ich... Wenn Sie verstehen, was ich meine. Das verstehe ich. Bedenken Sie den alltäglichen Wahnsinn. Und was diese Sache hier betrifft, der Wiener Kriminalpsychologe Thomas Müller wird häufig gefragt, ob er sich in die Serientäter, mit denen er zu tun hat, hineinversetzen kann. Er antwortet dann gerne mit einem Zitat von John Steinbeck. Es gibt Leute unter uns, die in Erfahrungswelten leben, die wir gar nicht betreten können. Wie ist sie gestorben? Sie ist verblutet. Einzelheiten wissen wir erst nach der Obduktion. Beruhige dich. Ihre Tochter hat im Internet Jagd auf Pädophile gemacht. Wussten Sie das? Nein, wie sollten wir? Was meinen Sie damit? Sie hat nach Männern Ausschau gehalten, die im Internet Kinder angesprochen und belästigt haben. Einige hat sie der Polizei gemeldet. Oh Gott. Und Sie glauben, dass einer von denen sie getötet hat? Jedenfalls können wir es nicht ausschließen. Kennen Sie denn diese Männer alle? Haben Sie noch einen Hinweis für uns? Nein, natürlich nicht. Ich dachte nur... Wann können wir denn unsere Tochter beisetzen lassen? Es sind noch einige Untersuchungen nötig, aber wir werden Sie auf dem Laufenden halten. Auf Wiedersehen. Sie haben bereits zugegeben, Sie hätten Rebecca Jakob Drohbriefe geschrieben. Und Sie haben ausgesagt, Sie hätten sie nie gesehen oder zu Hause aufgesucht. Ja, das stimmt ja auch. Wie kommt dann der Abdruck Ihrer linken Hand an die Wohnungstür? Ich war im Haus. Aber sie war nicht da oder hat nicht aufgemacht. Ich habe mit der flachen Hand geklopft. Dann wäre mehr als nur ein Abdruck auf der Tür. Herr Roth, wir haben die übel zugerichtete Leiche von Frau Jakob gefunden. Und wenn Sie Kontakt zu ihr hatten, werden wir das rausfinden. Ich habe bei ihr geklingelt. Sie hat geöffnet. Hat wohl jemand anderen erwartet. Wieso glauben Sie das? Sie sah irgendwie enttäuscht aus. Als sie mich sah, wollte sie die Tür gleich wieder zuknallen. Da habe ich die Tür festgehalten. Sie waren also in der Wohnung? Nein, sie hat mich ja nicht reingelassen. Ich habe mich für die Briefe entschuldigt. Ach Mann, jetzt kommen Sie mal! Das ist wahr. Und ich wollte wissen, wie sie das wieder gut machen will, was sie angerichtet hat. Ich wollte Geld von ihr. Und dann kam es zu einem Streit. Ich bin vielleicht ein bisschen laut geworden. Sie hat gesagt, ich könnte sie ja verklagen, aber bei ihr wäre nichts zu holen. Dann bin ich gegangen. Und da hat sie noch gelebt. Wann war das? Irgendwann kurz nach Ostern. Also, ich glaube dem Roth. Dass sich wie ein braver Junge entschuldigt und freundlich nach dem Geld fragt, das glaubst du selber nicht. Ja, also, das, was er über die Reaktion von Rebecca Jakob erzählt hat, sowas denkt man sich nicht aus. Sie hat jemand anderen erwartet. Das Labor untersucht gerade die Haare, die wir auf ihrer Unterwäsche gefunden haben. Vielleicht bringt nicht das ja weiter. Wir sollten Frau Jakob und ihren Sohn endlich zur Vernehmung holen. Machen wir. Und mit Frau Jakob fangen wir an. Oh. Na, Britta, lange Nacht gehabt? War nicht schwer, Rebeccas Speicherplatz zu finden. Das ist kein Passwort. Unser Grundsatz ist, nicht persönlich Kontakt aufzunehmen, nicht zu treffen oder zur Übersendung von Fotos aufzufordern. Sie sagten am Telefon, Sie wollten nicht wegen Rebecca Jakob sprechen. Ja, sie hat ehrenamtlich für Sie gearbeitet. Mhm, das ist richtig, bis vor etwa einem halben Jahr. Warum hat sie aufgehört? Sie hat gegen unseren Grundsatz verstoßen und ist aktiv geworden. Hat sich sogar verabredet.
Ja, Privatkriege können wir nicht dulden. Sie glauben, Ihr obsessives Verhalten war privat begründet? Es ist nur eine Vermutung. Privates war für Sie weitgehend tabu. Wissen Sie, Rebecca hatte zwei Seiten. Sie war hochsensibel, mitfühlend und warmherzig, konnte aber auch kalt und abweisend sein. Und sobald man versuchte, ihr nahe zu kommen, verkroch sie sich in ihr Schneckenhaus. Ich hätte ihr gern geholfen. Servus, Britta. Hallo. Geht's gut? Mhm. Sag mal, stimmt es, dass du dich im Rahmen der Prävention mit Missbrauch im Internet beschäftigst? Stimmt. Du ahnst gar nicht, was da inzwischen los ist. Doch. Kennst du eine Stephanie Schultes und die Internetsengel? Klar. Wieso? Sind die seriös? Im Allgemeinen schon, sogar ganz hilfreich. Und im Besonderen? Eine Ex-Ehrenamtliche von denen hat vor ein paar Monaten schweren Bock geschossen. Hat einen Mann als Pädophilen angezeigt, der vollkommen unschuldig war. Hat sich leider zu spät herausgestellt. Da war er schon privat und beruflich erledigt. War das zufällig Rebecca Jakob? Genau. Die hat sich übrigens seit dem Vorfall nicht mehr gemeldet. Früher hat sie uns fast täglich einen Pädophilen ans Messer geliefert. Könnte ich eine Liste von all diesen Männern haben und die Akte über diese Falschbeschuldigung? Sicher. Danke. Hat sie Ärger gekriegt? Ja. Sieht ganz so aus. Morgen. Servus. Ich habe das Rätsel des fehlenden Hausbriefkastens geklärt. Rebecca Jakob hat ein Postfach bei der Hauptpost, da gehe ich heute noch vorbei. Und das Rätsel des fehlenden Computers? Also ein Schließfach bei der Bank hat sie nicht, falls die Speichermedien nur zu Hause aufbewahrt hat, dann hat der Täter die mitgenommen. Und damit das belastende Material. Hier, das sind die mageren Ergebnisse des Erkennungsdienstes vom Tatort. Wir haben nur den Abdruck einer linken Hand an der Wohnungstür. Außenvergleich mit den Dateien ist negativ. Keine Fremd-DNA? Nein, ebenfalls negativ. Das sieht nicht gut aus. Nee, wir sind hier gerade in einem Kaff südöstlich von München. Wir warten auf eine gewisse Frau Hallhuber. Wir waren bei der Landesärztekammer und haben uns ein bisschen über Dr. Jakob schlau gemacht. Und dabei sind wir auf was Interessantes gestoßen. Ich muss aufhören, ja. Ciao. Das könnte sie sein. Ja. Frau Hallhuber. Morgen Stern, Soka 5113, meine Kollegin Hahn. Grüß Gott. Ja. Dürfen wir kurz reinkommen? Tja, wenn Sie sich setzen wollen. Was ist denn mit dem Dr. Jakob? Er hat ja nicht immer in München praktiziert. Bis vor 20 Jahren hat er hier als Kinderarzt gearbeitet. Da musste er gehen, weil Sie ihn angezeigt haben. Ist das richtig? Ich will mit der Sache nichts mehr zu tun haben. Das ist vorbei und vergessen. Frau Hallhuber, wir sind nicht gekommen, um Ihnen Ärger zu machen. Aber es kann sein, dass der Verdacht von damals was mit einem Fall zu tun hat, den wir gerade bearbeiten. Ach ja? Hat er wieder ein kleines Mädchen angefasst? Es ging damals um Ihre Tochter, Nicole, nicht wahr? Nicole war bei Jakob in Behandlung. Aber plötzlich wollte sie nicht mehr hingehen. Ich habe mit ihr geschimpft, aber sie hat nur geheult und wurde bockig. Sie wurde unausstehlich, schlief schlecht. Ich habe gesagt, wenn sie nicht mit mir reden will, dann soll sie aufschreiben, was ihr fehlt. Ja, und das hat sie dann auch getan. Jakob hat sie belästigt, wenn sie mit ihm allein im Sprechzimmer war. Jedes Mal. Wie alt war Ihre Tochter damals? 8 Jahre, so alt wie Rebecca Jakob. Und daraufhin haben Sie ihn angezeigt? Ja, nicht sofort, ich konnte sie erst gar nicht fassen. Ich meine, der Mann ist Kinderarzt und Psychologe, das kann doch gar nicht sein. Aber ich wusste, dass meine Tochter nicht lügt. Ihre Tochter hatte Glück. Vielen Kindern glauben selbst die eigenen Eltern nicht. Ja, ich war dann aber auch die Einzige, die ihr geglaubt hat. Also kam es nicht zum Prozess? Das Gutachten über Nicoles Glaubwürdigkeit fiel negativ für sie aus. Die Ermittlungen wurden eingestellt. Jakob hat gedroht, uns zu verklagen. Wegen Rufschädigung. Das muss sehr schlimm gewesen sein für ihre Tochter. Sie hat sich so geschämt. Ich habe sie kaum noch in die Schule bekommen. Aber wissen Sie, was das Verrückte war? Obwohl angeblich keine Nicole geglaubt hat, blieb die Praxis leer. Deshalb musste er wegziehen. Rebecca Jakobs Post. Gar nicht so viel für ein halbes Jahr. Drohbriefe, teils sogar mit Unterschrift, echt hässlicher Ton. Laut Stephanie Schultes ist nichts Ungewöhnliches. Und wenn Rebecca Jakob wirklich nicht mehr lebt, dann hat wahrscheinlich einer seine Drohung wahrgemacht. Okay, vielleicht findet das Labor was.
Wie lang ist eigentlich die Liste der Kerle, die sie angezeigt hat? Ziemlich lang. Und ganz oben steht der Mann, den sie fälschlicherweise beschuldigt hat, Günther Roth. Was ist mit Ihrem Vater und dem Missbrauchsverdacht? Die Anschuldigung kann tatsächlich falsch gewesen sein. Außerdem ist es schon verdammt lange her. Seine Tochter war damals im selben Alter wie Nicole. Was, wenn er auch vor ihr nicht Halt gemacht hat? Das ist doch nicht dein Ernst. Ich meine, der Mann ist Kinderarzt und Psychologe. Na und? Das macht ihn doch nicht automatisch unverdächtig. Rebecca war ein schwieriges Kind, so hat es die Mutter formuliert. Ihre Drogensucht, das Misstrauen, diese Besessenheit, im Internet Pädophile zu jagen, das hat doch Gründe. Ja gut, ich fand die Jakobs auch ziemlich schräg, aber nicht bei jeder Drogenkarriere ist die Familie schuld. Die meisten rutschen da einfach so rein. Außerdem hatten die Eltern seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihr. Wir bleiben trotzdem an dieser Familie dran. Das kotzt mich alles an. Die Frau hat mich ruiniert. Wissen Sie das? Rebecca Jakob ist verschwunden und wahrscheinlich um Ostern herum ermordet worden. Und Sie glauben, ich weiß. Natürlich. Das würde auch die fehlende Vermisstenanzeige erklären. Aber ganz bürgerliches Elternhaus. Der Vater ist Kinderarzt, Dr. Eberhard Jakob, Mutter, Bruder. Und sollten wir vielleicht eine Drogenszene nach ihrem Mörder suchen? Angeblich ist sie clean geblieben. Immerhin ein Ansatzpunkt. Theo, was hast du noch? Die Halteabfrage bei der Kfz-Zulassungsstelle war positiv. Sie fährt einen alten Golf, ist aber in der unmittelbaren Nähe ihrer Wohnung nicht gefunden worden. Sachfahndung läuft. Gut. Habt ihr auch noch was für diesen Verein? Hat sie ehrenamtlich gearbeitet? Internetsengel. Die jagen doch Pädophile im Internet. Das ist nicht ungefährlich. Eine weitere Spur. Ich treffe mich noch heute mit der Chefin des Münchner Büros. Wer redet mit den Eltern? Also fürs Überbringen von Todesnachrichten bin ich gar nicht geeignet, Chef. Dann lernst du es jetzt. Mit Katharina. Mein Mann wird gleich kommen. Er hat noch einen Patienten. Bitte setzen Sie sich. Danke. Worum geht's denn? Wir müssen im Rahmen einer Mordermittlung mit Ihnen sprechen. Mord? Das wissen wir noch nicht genau. Frau Jakob, es geht um Ihre Tochter Rebecca. Es ist möglich, dass ihr etwas zugestoßen ist. Was soll ihr zugestoßen sein? Wir nehmen an, dass sie getötet wurde. Die Polizei ist im Haus, habe ich gehört. Was kann ich für Sie tun? Es geht um Rebecca. Anscheinend ist ihr was zugestoßen. Ja, was ist denn passiert? Alle Spuren deuten darauf hin, dass sie in ihrer Wohnung getötet wurde. Ihre Leiche haben wir leider noch nicht gefunden. Das heißt, Sie wissen eigentlich gar nichts. Ihre Tochter ist seit etwa 6 Monaten verschwunden. Wann haben Sie sie zuletzt gesehen oder gesprochen? Unsere Tochter hat uns schon vor Jahren verlassen. Seitdem haben wir keinen Kontakt zu ihr. Nicht mal eine Karte zu Weihnachten oder zum Geburtstag? Nicht einmal das, nein. Stimmt's, Liebes? Ja, das ist richtig. Rebecca war ein schwieriges Kind. Rebecca war drogensüchtig. Was ist da schiefgelaufen? Der Vorwurf in Ihrer Frage ist ja nicht zu überhören, aber wir haben alles getan, um ihr zu helfen. Vielleicht waren wir nicht konsequent genug. Als sie 14 war, ist sie durch einen Freund in schlechte Gesellschaft gekommen. Danach hatten wir keinen Einfluss mehr. Und die ganzen Jahre haben Sie nie versucht, Kontakt zu Ihrer Tochter aufzunehmen? Doch, doch. Natürlich, aber alles vergebens. Haben Sie irgendeinen Verdacht, wer der Mörder sein könnte? Wir hatten gehofft, Sie könnten uns einen Hinweis geben. So gern ich Ihnen helfen möchte, aber... Ihr Sohn? Ja, Alexander. Kein Foto Ihrer Tochter? Nein, das war für meine Frau zu schmerzlich. Hätten Sie vielleicht ein Foto für uns? Ja, natürlich. Ich werde sehen, ob ich irgendwo noch eins finden kann. Ja, vielen Dank. Mein Mann wird Sie hinaus begleiten. Sie wundern sich wahrscheinlich, warum meine Frau und ich nicht in Tränen ausgebrochen sind. Jeder verarbeitet schlimme Nachrichten anders. Die Wahrheit ist, dass wir unsere Tochter schon vor langer Zeit verloren haben. Irgendwann hat man keine Tränen mehr. Mein Sohn Alexander. Alexander, das sind Polizisten. Hallo. Deine Schwester ist möglicherweise nicht mehr im Leben. Rebecca? Wann haben Sie Ihre Schwester zuletzt gesehen? Keine Ahnung. Vor 9 Jahren vielleicht? Ich war noch klein, als sie abgehauen ist. Und wie war das Verhältnis zu Ihrer Schwester? Sie ist 10 Jahre älter als ich. Beantwortet das Ihre Frage? Alexander. Es tut mir natürlich leid, wenn hier irgendwas zugestoßen ist. Sie hören von uns. Wiedersehen. Wiedersehen. Hi Melanie, ich bin Tom. Hi Tom. Wie alt bist du? 12. Und du?
14. Hast du schon einen Freund? Klar. Cool, dann bist du auch keine Jungfrau mehr. So befreundet sind wir nicht. Würdest du es gerne mal machen? Vielleicht. Hast du etwa Angst? Nee, wieso? Ich könnte dir zeigen, wie es geht. Das weiß ich längst. Super, wir könnten uns treffen. Mal sehen. Sei doch nicht so lahm. Bin ich doch gar nicht. Was Sie da eben gehört haben, sind die Stimmen von zwei Sprechern, aber der Text ist echt. Das ist die Originalabschrift eines Live-Chats. Ja, dem einen oder anderen unter Ihnen mag das ziemlich erschreckend oder unglaubwürdig erscheinen, wie so manches, was ich Ihnen heute Abend erzählt habe. Aber tatsächlich gehört das zur täglichen Realität im Netz. Sie sollten das sehr ernst nehmen. Mir ist vor allem wichtig, Ihnen zu vermitteln, dass Sie Ihre Kinder mit dem Computer und dem Internet nicht allein lassen dürfen, auch wenn die zumindest technisch besser damit umgehen können als Sie selbst. Machen Sie Ihren Kindern schon früh klar, dass der schwarze Mann nicht nur draußen im Park lauert. Bringen Sie ihnen bei, keine persönlichen Daten oder Intimes in irgendwelchen Internetforen und Chatrooms preiszugeben. Lehren Sie sie gesundes Misstrauen und Nein zu sagen, wenn Ihnen etwas unangenehm ist. Der beste Schutz für Ihre Kinder ist das Vertrauen zu Ihnen, Ihren Eltern. Alles Gute für Sie und Ihre Kinder und vielen Dank für Ihr Kommen. Die meisten Eltern haben keine Ahnung, was da läuft und wo ihre Kinder sich virtuell herumtreiben. Und die Täter? Die melden sich mit Internetnamen, sogenannten Screens und falschem Alter an. Ja, diese Screens übergeben wir dann der Polizei. Die können darüber meist die Männer finden. Sie arbeiten sozusagen als Hilfspolizisten. Sie sind meine Kollegin. Wenn Sie so wollen. In Deutschland dürfen nur ein paar Dutzend Polizisten anlassunabhängig recherchieren. Deswegen haben wir vor allem die Prävention ausgeweitet. Es gibt ein paar Studien, auch vom BKA, die belegen, dass sich 97% der Pädophilen im Internet ihre Opfer suchen. Jedes fünfte surfende Kind schon zu sexuellen Handlungen aufgefordert wurde. Was da läuft, ist eine Jagd von Kriminellen auf Kinder. Und Sie jagen die Jäger?